Ich begrüße Sie herzlich zum TAZ-Salon, ausnahmsweise hier heute in der Freien Akademie der Künste und nicht wie sonst im Kulturhaus 73. Wir haben eine kleine Planänderung, aber ich würde vielleicht kurz ausholen und Ihnen erzählen, wie es überhaupt zu diesem Abend hier heute gekommen ist. Das ist nämlich schon ungefähr ein Jahr her, glaube ich, nach einem der vielen TAZ-Salons, in dem die sehr geschätzte Kollegin Ulrike Herrmann schon unser Gast war. Die war schon so oft da, dass sie sich selber aussuchen darf, über welche Themen sie reden möchte. Und damals gingen wir irgendwie nach dem Bier noch die Straße lang und die Regierung war gerade eben gebildet und Olaf Scholz gerade Finanzminister geworden. Und dann sagte sie, eigentlich hätte ich Lust, mit dem mal über die Frage zu reden, ist Deutschland an allem schuld? Also Euro-Krise, Griechenland-Krise, Italiens Staatsverschuldung und so weiter. Und dann haben wir gelacht und haben gedacht, ja, machen wir mal und so. Ein halbes Jahr später habe ich Olaf Scholz getroffen bei der Eröffnung des neuen TAZ-Hauses in Berlin, wo er eine der Eröffnungsreden gehalten hat. Und dann habe ich ihn angehauen und habe gesagt, wie ist es? Frau Herrmann würde gerne mit Ihnen genau darüber reden. Ich habe nur diese eine Frage genannt und er hat sofort gesagt, ja, mache ich. Erstens hat er sofort verstanden, was gemeint war mit allen Implikationen und zweitens hatte er sofort Lust, mit Ulrike Herrmann zu reden, weil er nämlich gesagt hat, dass er gerne ihre Bücher liest und es hätte auch den nötigen Dissens gegeben über diese Frage. Dann haben wir gedacht, ah toll, das machen wir und dann gab es Verhandlungen über den Termin. Es ging monatelang und irgendwann hatten wir diesen Termin und dachten, wow, das ist direkt nach der Europawahl, das passt ja perfekt. Da gibt es bestimmt ganz viel zu bereden. Ja, gibt es auch, aber nicht hier und nicht mit uns, sondern in der Sondersitzung der SPD-Fraktion heute Abend in Berlin, die auch noch eine Stunde später stattfindet als eigentlich geplant. Und das hätte irgendwie nicht gut ausgesehen, wenn Frau Nahles die Vertrauensfrage stellt und Herr Scholz mit Abwesenheit glänzt und stattdessen hier über europäische Finanzpolitik parliert. Deswegen rief heute Nachmittag irgendwann der Kollege Reinecke bei mir an und sagte, es gibt eine schlechte Nachricht, Scholz kommt nicht. Und mir rutschte das Herz in die Hose und ich sagte, oh weia, das können wir nicht bringen, wir können nicht einfach nichts machen. Und dann haben die beiden hektisch überlegt und sind ganz schnell auf eine ganz tolle Idee gekommen. Sie haben nämlich sich daran erinnert, dass es im Finanzministerium noch jemanden gibt, der richtig was drauf hat. Und das ist Jakob von Weizsäcker, also nicht der Einzige. Es gibt da bestimmt noch mehr, ich will jetzt niemandem Unrecht tun, aber er ist immerhin der Chefökonom, Leiter der Grundsatzabteilung und vielleicht auch ein etwas überraschender Kandidat auf dem Posten, vielleicht kommen wir da später noch drauf. Jedenfalls hat Jakob von Weizsäcker spontan zugesagt, das heute Abend hier zu machen. Ich glaube, so gegen 15 Uhr hat er davon erfahren und ich finde, das ist ein Applaus wert. So viel der Vorrede. Ich will nur noch sagen, dass wir die Veranstaltung auf Facebook live streamen. Wenn Sie sich also äußern wollen, dann bedenken Sie, dass die halbe Welt zumindest theoretisch dabei ist. Dann wünsche ich jetzt viel Spaß und übergebe das Wort an Stefan Reinecke. Vielen Dank. Danke Jan für diese Einleitung. Danke Jakob von Weizsäcker nochmal. Und vielen Dank, dass Sie jetzt nicht spontan alle wieder aufgestanden sind. Noch ein Wort zu Jakob von Weizsäcker. Er war, er ist, wie gerade angesprochen, Chefvolkswirt im Finanzministerium, als Abteilungsleiter für Grundsatzfragen. Er war vorher von 2014 bis 2018 im Europaparlament für die SPD und vorher in Thüringen im Wirtschaftsministerium. Und Ulrike Herrmann kennen Sie wahrscheinlich, TAZ. Redakteurin und Autorin verschiedener Bücher zu wirtschaftspolitischen, finanzpolitischen Fragen. Zuletzt, kein Kapitalismus ist auch keine Lösung. Genau.
Und ein neues Werk ist in Arbeit, was ich jeden Tag sehe, wenn ich gegenüber gucke. Wir sitzen uns nämlich in der Redaktion gegenüber und Ulrike ist nicht da, sondern zu Hause und schreibt ein Grundlagenwerk. Ja, wir wollen über, ist Deutschland an allem schuld, ist die etwas zugegebenermaßen plakative Frage des heutigen Abends. Wir müssen natürlich, auch wenn es für SPD-Mitglieder qualvoll ist, kurz über die Europawahlen sprechen. Sie sagen, ist die SPD an allem schuld? Nein, noch nicht. Noch demnächst, genau. Weil, wie gesagt, das ist ein paar Tage her und das war ja ein spektakuläres Ergebnis. Wir wollen uns aber danach flugs den grundlegenderen Problemen in Europa zuwenden, dem deutschen Exportüberschuss zum Beispiel, was der möglicherweise zu tun haben kann mit den Erfolgen, mit den erschreckenden Erfolgen der Rechtspopulisten am 26. Mai. Dito, so großräumige Fragen, wie brauchen wir ein Investitionsprogramm, was ist mit der schwarzen Null? Also ein ambitioniertes Programm und ich bitte jetzt vorab schon mal um Entschuldigung, wenn ich Ihnen ins Wort falle oder dir ins Wort falle werde, weil, wie gesagt, relativ viele Themen, die wir uns hier vorgenommen haben. Das Ganze ist für anderthalb Stunden gedacht, also so bis 8:30 ungefähr. Wir machen hier vorne eine gute Stunde und dann können Sie Fragen stellen. Und ja, um keine Zeit zu verlieren, fangen wir gleich an, und zwar mit der SPD. Herr von Weizsäcker, warum hat die SPD so schlimm verloren bei der Europawahl? Haben Sie dafür eine Erklärung? Ich habe dafür zwei Erklärungen. Die eine Erklärung ist die offensichtliche, dass natürlich, wenn eine Partei eine Wahl verliert, dann liegt das immer auch daran, dass Fehler gemacht wurden, dass man sich als Partei nicht so positioniert hat, dass eine nennenswerte Zahl, vielleicht eine ähnliche Zahl von Leuten wie bei der letzten Wahl oder sogar eine höhere Zahl bereit war, einen zu wählen. Das ist der eine Grund. Ich glaube, es gibt noch einen zweiten Grund, der auch wichtig ist, dass im Moment man vergessen hat, warum Volksparteien wichtig sind, ich würde nicht sagen notwendig, aber sehr wichtig für Gesellschaften. Volksparteien sind wahnsinnig anstrengend. Also ich habe als Abgeordneter 4,5 Jahre lang das Vergnügen gehabt, in Ortsvereine zu gehen, in Kreisverbände zu gehen. Und das Schöne daran ist, da habe ich viele Leute kennengelernt, die ich vielleicht sonst nicht kennenlernen würde. Und das ist toll, das ist das Wesen einer Volkspartei, dass man da mit lauter Leuten aus ganz unterschiedlichen Berufen zusammenkommt. Und das ist nicht immer einfach, aber es ist sehr bereichernd. Und ich glaube, das war eine der Lehren, die man gezogen hat politisch. Durchaus auch in früheren Generationen aus der Nazi-Zeit, dass es wichtig ist, dass man solche Volksparteien hat, wo man sich begegnet. Früher hätte man gesagt, ganz egal, welcher Klasse man angehört. Heute würde man vielleicht sagen, ganz egal, welcher gesellschaftlichen Schicht man angehört. Das ist aber eben, ist es vielleicht nützlich, aber wie viele nützliche oder gesunde Dinge sind sie halt mühsam und anstrengend und das andere ist viel schöner. Und für viele Leute ist es viel schöner. Ich würde mich da in manchen Zusammenhängen gar nicht ausnehmen mit den Leuten, mit denen man sowieso zu tun hat, mit denen man zusammen studiert hat, mit denen man zusammen arbeitet, sich abends zu treffen, statt mit irgendwelchen anderen. Und es gibt eine politische Tendenz in ganz Europa, dass die Parteien der Ähnlichkeit reüssieren, wo sozusagen alle Akademiker sich versammeln, zum Beispiel, und weniger Volksparteien. Und ich glaube, und das ist sozusagen der eine Teil der Wahlniederlage, ist eine Hausaufgabe an die SPD, an meine Partei. Ich sitze hier im Übrigen nicht als SPD-Vertreter. Ich war bis vor einem halben Jahr Abgeordneter, jetzt bin ich Staatsdiener, das ist also was anderes. Aber ich bin trotzdem noch SPD-Mitglied, insofern erlaube ich mir diese Bemerkung. Aber ich glaube auch, was wichtig ist, ist ein Nachdenken über die Funktion von Volksparteien, und damit es nicht zu lang wird und ich unterbrochen werde, vielleicht noch ein Gedanke. Manchmal ist es sehr nützlich, auf andere Länder zu schauen. Ein Land, was ich sehr gut kenne, weil ich da meinen Zivildienst gemacht habe, ist Polen. Da gab es, wenn man so will, eine liberale Akademikerpartei, die Bürgerplattform, die hat über viele Jahre sehr erfolgreich regiert, und irgendwann hat sich eine Koalition gebildet aus Rechtsnationalisten, die gibt es immer, die gibt es ja leider auch bei uns,
und dem unteren Drittel der Gesellschaft, deutlich auch ländlichen Gesellschaft, die fühlten sich nicht verstanden von dieser Akademikerschicht, städtischen Akademikerschicht. Und dann haben die sich zusammengetan und haben eine relativ stabile politische Mehrheit. Das ist die Mehrheit der PiS. Und glücklicherweise haben wir in Frankreich heute gerade noch nicht eine politische Mehrheit unter Le Pen. Aber richtig ist, dass auch Macron, den ich europapolitisch sehr bewundere im Übrigen, eigentlich eine Partei hat geschaffen hat für seine eigene soziale Schicht. Mhm. Und das sollte uns zu denken geben. Ja, das ist gewiss richtig. Also die Krise der Volksparteien, die Mühsal, die das mit sich bringt, die Akademisierung, die Sachen, die Sie angesprochen haben, sind völlig einleuchtend. Aber nochmal spezifischer gefragt, wenn wir uns anschauen, dass die SPD bei diesen Wahlen, bei den Erstwählern auf Platz 6 gelandet ist, hinter der Satirepartei Die Partei, dann stellt sich doch die Frage, ob es da nicht ein Problem gibt, was noch jenseits der Volkspartei liegt. Nämlich, dass die SPD offenbar, die CDU auch, aber die SPD trifft das, glaube ich, vielleicht sogar noch mehr, einfach den Kontakt und das Gespür für das verloren hat, was bei Jüngeren los ist. Also hat die SPD zum Beispiel Fridays for Future einfach unterschätzt? Also es ist mit Sicherheit so, dass es bestimmte ganz, ganz wichtige gesellschaftliche Entwicklungen gibt und wenn man so will, auch naturwissenschaftliche Entwicklungen, den Klimawandel, der wurde unterschätzt. Das Ganze ist natürlich viel früher passiert. Also man kann zurückgehen, wenn man sich die Parteigeschichte der Grünen anschaut, dann ist einer der Gründe, warum wir heute im Übrigen eine sehr beachtliche Partei der Grünen haben, viele meiner Freunde sind bei den Grünen engagiert, ist, dass damals insbesondere Helmut Schmidt die Umweltfrage unterschätzt hat. Und wenn Sie sagen, Fridays for Future wurde unterschätzt, dann würde ich sagen, ja, auch bis zum gewissen Grade stimmt das. Das ist aber nicht irgendwie was wahnsinnig Neues, sondern das ist etwas, was schon früher angelegt war. Wo also tatsächlich das Ökologiethema, heute insbesondere das Klimathema, aber Artenvielfalt zum Beispiel, würde auch dazu gehören, von den traditionellen Volksparteien unterschätzt wurde. Und das rächt sich. Das rächt sich weiterhin. Mhm. Vielleicht noch eine letzte Frage jetzt zu der aktuellen SPD-Krise. Ich nehme in Berlin, wenn ich da mit Ministern oder führenden SPD-Politikern spreche, wahr, dass die sagen, und mit gewissem Recht, Hubertus Heil zum Beispiel, dass die SPD in dieser großen Koalition doch Sachen voranbringt, das Gute-Kita-Gesetz oder die Grundrente, die Heil jetzt möchte, das sind alles auch Sachen, die zur SPD passen. Und sie sagen, eigentlich sind wir doch der Motor in dieser Regierung. Und wie gesagt, also ich glaube, das ist schon, hat eine gewisse innere Plausibilität, man kann das verstehen, das kommt nur überhaupt nicht an. Also das zeigen ja die Umfragen, wenn die Leute gefragt werden, wen sie für sozusagen das dominierende Element in dieser Regierung halten, dann sagen da 2/3 oder 3/4 sagen die Union und die SPD 16%. Und also ist so ein Teil dieser SPD-Krise einfach diese große Koalition? Also da muss man nicht so weit zurückgehen. Als diese Regierung gebildet wurde, das war ja durchaus ein qualvoller Prozess und die SPD hatte nach der verlorenen Bundestagswahl ja anfänglich gesagt, na, also jetzt sind die anderen dran, das hat uns der Wähler signalisiert. Und dann wollten aber bedauerlicherweise Teile der anderen nicht. Ich fand das ziemlich verantwortungslos, aber so ist es nun mal. Möglicherweise hat Herr Lindner Angst, von der Union erdrückt zu werden. Ich weiß es nicht. Es war, glaube ich, wirklich ein Fehler. Ich fand das richtig. In einer Situation, wo meine Partei vor die Wahl gestellt war, bilden wir jetzt eine Art von großer Koalition von Linkspartei, FDP, AfD sowieso und SPD, um dafür zu sorgen, dass das Land unregierbar ist. Oder lassen wir uns da in die Pflicht nehmen, war es genau richtig zu sagen, nein, also so einen Quatsch machen wir nicht, sondern selbstverständlich, wenn das Land anders nicht stabil regiert werden kann, dann machen wir da mit. Also das war, ich glaube, diese Vorgeschichte ist wichtig. Dann ist was passiert, was niemand geahnt hatte, denn an sich hatte man sich dann auch einen guten Plan ausgedacht. Man hatte sich den Plan ausgedacht, es gibt einen früheren ersten Bürgermeister in Hamburg, Olaf Scholz, der hervorragend regieren kann und der ist als Vizekanzler dafür zuständig, was Sie sagen, auch Hubertus Heil zu Recht zuschreiben, für das gut regieren. Und dann gibt es eine Fraktionsvorsitzende, Andrea Nahles, die ist dafür da, politisch Druck zu machen.
Und wenn man die ersten paar Monate, die ersten 6 Monate, kann man sagen, bis zu den Bayernwahlen sich anschaut, ist was ganz anderes passiert. Da gab es einen fürchterlichen Streit innerhalb der Union zwischen der Bundeskanzlerin und Herrn Seehofer. Wer war zuständig dafür, zu verhindern, dass das alles um die Ohren fliegt? In gemeinsamer Anstrengung, Andrea Nahles und Olaf Scholz haben dafür gesorgt, dass überhaupt noch regiert werden kann im Land. Also da war nichts zu spüren von dieser Aufgabenteilung. Einer ist zuständig fürs gut Regieren, die andere ist dafür zuständig, dafür zu sorgen, dass auch ein bisschen Druck aufgebaut wird politisch. Stattdessen war man unisono damit beschäftigt, einen innerparteilichen Konflikt der Union zu lösen. Das heißt also, dieser Plan, muss man nüchtern sagen, ist nicht aufgegangen. Das kann man jetzt alles der SPD vorwerfen. Und noch einmal, ich bin der Letzte, der sagt, dass die SPD ohne Fehler ist. Aber ich glaube, es ist wichtig, sich an diese Dynamik auch nochmal zurückzuerinnern. Das ist nun nicht das eigentliche Thema des Abends, aber ich habe das mir stimmt. erlaubt, das nochmal in Erinnerung zu rufen. Ja, ich hatte schon befürchtet, dass ich aus Ihnen nicht herauskitzeln kann, dass es keine gute Idee war, der SPD war, in die Große Koalition zu gehen. Kommen ja, aber wir das wäre die Alternative gewesen. Also die Alternative wäre, das ist jetzt wirklich Schnee von gestern. Dass die Wähler so lange fragen, bis sie irgendwas wählen. Nein, das wäre mehr in den Minderheitenkabinett von Angela Merkel gewesen, denke ich. Der Ansicht war Wolfgang Schäuble auch. Also es hätte Möglichkeiten gegeben, aber lassen wir das. Das ist vor gestrig. Kommen wir zur Europawahl. Die SPD hat ja 15,8% bekommen bei der Europawahl und wenig. Ich hatte mit Sven Giegold, dem grünen Spitzenkandidaten, gesprochen und der hat gesagt, das Ziel der Grünen bei dieser Europawahl ist, nicht Wähler der Linkspartei oder der FDP zu gewinnen, sondern Wähler der SPD und der Union, und zwar die unzufrieden sind mit dem, was europapolitisch passiert. Europapolitik war ja ein wichtiger Punkt im Koalitionsvertrag, es war auch wichtig für die Begründung der SPD, in diese Koalition zu gehen. Und wenn man sich das Wahlergebnis anschaut, dann sieht man, dass offenbar viele Wählerinnen und Wähler der Ansicht sind, dass die SPD europapolitisch zu wenig geliefert hat. Sind Sie einverstanden mit der Analyse? Nee, ich tue mich so ein bisschen schwer. Einer der Gastbeiträge, den ich noch als Abgeordneter geschrieben habe, war zusammen mit Elmar Brok von der CDU, mit Herrn Bütikofer von den Grünen und eben ich. Mhm. Und wir haben zusammen gesagt, es geht nicht, dass die Bundesregierung, das war im Übrigen natürlich noch vor der Wahl, dass die Bundesregierung keine klare Antwort gibt auf Macron. Und das stimmt. Und das ist ein Versäumnis. Und hat sie die jetzt gegeben? Das ist ja die Tragödie, wenn man sich den Koalitionsvertrag anschaut, der dann nicht, weil irgendwie unser Traum war, wieder eine große Koalition zu machen, sondern weil die Lage so war, manche Leute kritisieren ja das Wort der staatspolitischen Verantwortung. Ich glaube, das ist überhaupt nicht zu kritisieren. Ich glaube, das ist was Vernünftiges. Dann hat man überschrieben den Koalitionsvertrag mit den Worten neuer Aufbruch für Europa. Dann hat man vorne angestellt in den Koalitionsvertrag allerlei, bedauerlicherweise nicht sonderlich konkrete, aber durchaus vernünftige Ideen, wie eine deutsche Antwort auf Macron aussehen könnte. Und dann hat man festgestellt, diese Antwort auf Macron, die kam nicht. Und jetzt stattdessen ist etwas gekommen, das nannte sich der Prozess von Meseberg. Meseberg nach einem Treffpunkt der Bundesregierung außerhalb von Berlin. Da wurden dann allerlei schöne Dinge vereinbart, wie man tatsächlich Europa voranbringen kann. Und dann ist das nach und nach zerrieben worden. Und wenn Sie sich anschauen, wo ist das zerrieben worden, dann ist das zerrieben worden im Kanzleramt und in der Unionsfraktion. Und jetzt stehen wir da, dass wir einige Dinge, auf die wir dann hoffentlich gleich auch noch kommen, hinbekommen, dann Ende letzten Jahres. Diese Agenda hat sich als deutlich schwerfälliger herausgestellt und wir sind da in Mithaftung zu nehmen, weil wir Teil dieser Regierung sind, Teil dieser Koalition sind. Aber es ist auch wichtig hinzuschauen, was ist die Genese des Ganzen gewesen. Mhm. Gut.
bei der Europawahl ist Marine Le Pen und Rassemblement National in Frankreich zwar nur knapp mit 1,2%, aber doch stärkste Partei geworden in Frankreich. In Italien ist es noch krasser, da hat die Lega mit Salvini 35 oder mehr als ein Drittel der Stimmen bekommen. Und die Frage ist, hat das was eigentlich mit Deutschland zu tun, dieses Ergebnis von Le Pen? Ist das, also dass die Rechtspopulisten, die ja anti-deutsche Propaganda machen, die anti-europäisch sind, ist das ein Echoraum deutscher Politik, Ulrike? Ja, also aus meiner, hört man mich überhaupt? Ist mein Ding an? Ja, Sie hören mich gut, okay, weil ich höre mich selber gar nicht. Ja, also ich glaube, aus meiner Sicht, das macht ja schon der Titel der Veranstaltung klar, ist Deutschland an allem schuld, bin ich schon der Meinung, dass Deutschland zentral verantwortlich ist. Ich will nicht sagen, dass Deutschland allein verantwortlich ist oder dass die anderen nicht auch Fehler machen, aber ich glaube, als Deutsche müssen wir ja wahrnehmen, etwas, was die Deutschen selber eigentlich ganz selten wahrnehmen. Wir sind mit 82 Millionen Leuten das weitaus größte Volk in Deutschland und vor allen Dingen in der Eurozone. Die dominieren wir komplett. Wir sind eine Exportnation und wir sind eben auch wirtschaftlich am größten. Das heißt, es ist ganz einfach so, Deutschland bestimmt, was in der Eurozone passiert und zu einem großen Teil auch, was in der EU passiert. Und diese enorme Macht, dass gegen Deutschland nichts passieren kann, also Deutschland hat die absolute Vetomacht, wird nicht, in Deutschland nicht wahrgenommen. So, das muss man sich erstmal klar machen. Wir haben wirklich Macht. So, jetzt ist ein zusätzliches Problem, dass wenn man sich jetzt mal Italien und Frankreich anguckt, dann ist die Lage dort alarmierend. Und zwar deswegen, weil wir ja, wenn wir jetzt weltweit geguckt haben, wir eigentlich seit der letzten Finanzkrise, seit 2008, hat die ganze Welt geboomt. So, der einzige Ort, der nicht geboomt hat, war die Eurozone. Also in Italien sind 11% der Leute dauerhaft arbeitslos, in Frankreich sind es 10%. So, jetzt nehmen diese Leute aber eins wahr. Sie selber sind in der Krise, die anderen Südländer sind auch in der Krise und das einzige Land, dem es wirklich gut geht, ist Deutschland. So, das hält nur Deutschland für einen Zufall. Alle anderen gucken jetzt, was ist es eigentlich, was die Deutschen so stark macht. Und dann kommen sie ziemlich schnell auf ein Phänomen, das heißt Exportüberschuss. So, das ist vor allen Dingen in Frankreich, in Italien nicht so, da gibt es andere Ärgernisse, aber in Frankreich ist sozusagen dieser Exportüberschuss ein Dauerthema. Damit jetzt kein Missverständnis auftritt, das ist sehr beliebt in Deutschland, es geht nicht um die deutschen Exporte, nicht? Das ist okay zu exportieren, sondern es geht um den Überschuss. Das heißt, was wir machen ist, und zwar strukturell permanent, seitdem es die Eurozone gibt, wir exportieren ganz viel, aber wir importieren nicht genauso viel. Und weil wir nicht so viel importieren, gibt es diesen Überschuss. Und der Überschuss hatte zum Teil astronomische Höhen erreicht, also 9% des Bruttoinlandsprodukts, das sind umgerechnet fast 300 Milliarden Euro. Inzwischen ist er ein bisschen gesunken, aber er ist immer noch bei 7,4% gewesen im letzten Jahr. Es waren immer noch 260 Milliarden. Also das Ding ist gigantisch. Und was eben das Problem, das dahinter steht, ist, dass wir unsere Löhne nicht haben steigen lassen und dass wir deswegen zu wenig importieren. Und das bedeutet ja, dass die anderen nicht die Möglichkeit haben, nach Deutschland zu exportieren, was aber dramatisch ist, wenn man weiß, dass Deutschland 30% der Eurozone ausmacht. So, die anderen haben also permanent das Gefühl, Deutschland häuft irgendwie immer Überschüsse an und macht nichts. Deutschland investiert nicht, Deutschland erhöht seine Löhne nicht, es lebt immer auf Kosten seiner Nachbarn. Und das als das Land, das am größten in der Mitte Europas sitzt. So, und alle haben, deswegen ist ja auch ständig Macron damit beschäftigt, an die deutsche Tür zu klopfen und zu sagen, ihr müsst euch bewegen. Weil Macron weiß ganz genau, und das wussten eigentlich auch schon Sarkozy und Hollande, seine Vorgänger, wenn sich Deutschland nicht bewegt, geht er politisch unter. Auch seine Vorgänger Sarkozy und Hollande sind faktisch an Deutschland gescheitert. Und Macron hat natürlich nicht vor, dieses Schicksal auch nochmal zu erleiden. So, ich weiß, dass Herr von Weizsäcker eine völlig andere Meinung zum Thema Exportüberschuss hat. Dann müssen deswegen, wir die jetzt, dann ja, muss genau, er die höre ich jetzt mal kundtun. Auf, so als, das war jetzt nur die kleine also. Einleitung, damit er jetzt sagen kann, dass es nicht so schlimm ist.
Also ist das das Schlüsselproblem? Ist das sozusagen die Frage oder der Punkt, weswegen man sagen kann, ja, Deutschland ist schuld an den ökonomischen Krisen in der EU? Also richtig ist, und insofern muss ich Sie enttäuschen, der Unterschied ist nicht ganz so groß, wie man denken könnte. Richtig ist, dass wir in Deutschland einen kindischen und fehlgeleiteten Stolz in vielen Teilen der Bevölkerung haben auf unseren Leistungsbilanzüberschuss. Und es gibt eine ähnlich kindische und fehlgeleitete Verzweiflung bei Herrn Trump, dem Präsident der Vereinigten Staaten, über das dortige Leistungsbilanzdefizit. Das ist beides fehlgeleitet. Es ist nicht so wie bei einer Privatperson, dass es jetzt was besonders Gutes wäre, wenn man einen Leistungsbilanzüberschuss hätte. Aber es ist auch nicht so wie bei einer Privatperson, dass man sich jetzt riesen Sorgen machen müsste, wenn eine starke Volkswirtschaft wie die USA ein großes Defizit haben. Das ist ein Missverständnis. Und insofern ist, glaube ich, die volkswirtschaftliche analytische Basis bei uns beiden gleich. Ich glaube, meine Schilderung wäre etwas anders. Ich würde etwas früher anfangen. Ich würde anfangen bei der Entstehung des Euros, wo ja dann die Wechselkurse endgültig festgesetzt wurden. Das ist bei Deutschland passiert im deutschen Einheitsboom. Und da ist der Wechselkurs für Deutschland damals etwas zu hoch festgesetzt worden. Und die Folge davon war ein ganz mühsamer Prozess, wo wir Massenarbeitslosigkeit, Sie erinnern sich, in Deutschland hatten, und mit Lohnzurückhaltung und Produktivitätsfortschritt schrittweise, es gab ja keine Wechselkurse mehr, die man ändern konnte, schrittweise wir real, so nennen wir Ökonomen, das abgewertet haben. Also das ist der Ersatz für eine Abwertung, die man sonst machen würde, wenn man noch Wechselkurse hätte, über einen Wechselkurs über Nacht. Und wenn man keinen Wechselkurs mehr hat, muss man das schrittweise und ganz mühsam machen. Und jetzt ist das Interessante, und das ist wirklich schiefgegangen, dass Deutschland, weil das irgendwie so gut funktionierte, irgendwann gar nicht mehr aufhörte, real abzuwerten. Also wir haben das übertrieben. Und dann irgendwann wurden wir hyperwettbewerbsfähig mit genau den Folgen, die Ulrike Herrmann beschrieben hat. Und ganz besonders unangenehm wurde die Geschichte nach der großen Krise, aus der Deutschland ja relativ schnell wieder rausgekommen ist. Und in den ersten 5 Jahren nach der Krise haben wir keine Lohndynamik hinbekommen, was aber genau richtig gewesen wäre. Und der Grund, warum ich es trotzdem etwas anders sehe als Ulrike Herrmann, wenn man sich die letzten 4 bis 5 Jahre anschaut, dann ist es jetzt endlich gelungen, zu spät, aber es ist jetzt endlich gelungen, dass wir diese Lohndynamik in Deutschland wieder hinbekommen haben. Und jetzt haben wir Lohnwachstum, was so gut ist, dass es jenseits von Produktivitätsfortschritt und Inflation stattfindet, damit tatsächlich nicht nur uns als Angestellte und Arbeiter reicher macht, sondern auch dazu beiträgt, dass das Gesamtgefüge in der Eurozone etwas besser funktioniert. Und jetzt aber noch ein letzter Gedanke, der wahnsinnig wichtig ist. Obwohl wir das jetzt in den letzten 4,5 Jahren gemacht haben, geht es erkennbar in Italien Wirtschaft gerade fürchterlich schief. Die Verlockung ist ja immer zu sagen, der Rest der Welt ist schuld. Die Verlockung ist immer zu sagen, irgendwelche anderen sind schuld. Mein Banknachbar, der mich abgelenkt hat, ist schuld an meiner schlechten Note. Meine Eltern sind schuld. Irgendjemand anders ist schuld. Und es ist wahnsinnig schwierig für ein Land. Und insofern, auch da liegen wir nicht so auseinander, es ist schwierig gewesen für Italien, die eigenen Probleme, die massiv sind, die dringend angegangen werden müssen, anzugehen, solange man immer diesen anderen Grund hat und sagen kann, Deutschland ist schuld. Das ist auch eine schöne Ablenkung. Wir kommen gleich auf Italien. Wir müssen noch kurz bei dem Exportüberschuss bleiben. Das ist ja keine akademische Frage, sondern es ist ja eine Frage von politischer Relevanz. Ist das... Das ist unheimlich relevant, weil Herr von Weizsäcker hat insofern recht, das müssen wir jetzt, es ist ein wahnsinnig spannendes Thema, dass wir, als wir den Euro bekommen haben als Deutsche, hatten wir eine überbewertete D-Mark. Der Kurs der D-Mark war zu hoch. Das lag übrigens nicht am Einheitsboom, sondern an der Bundesbank, die einen zu hohen Zins angesetzt hat. Dann wollten alle die D-Mark haben, deswegen ging der Kurs hoch. Also wenn Sie sich fragen, wer hier schuld ist in Deutschland, ganz wichtig, die Bundesbank. Aber das ist heute nicht unser Thema.
Da können Sie mein Buch, mein nächstes, lesen. Das wurde ja schon angekündigt. Da kommt die Bundesbank breit vor, sodass es jeder versteht. Das will ich jetzt nicht vertiefen, sondern die Geschichte von Herrn von Weizsäcker ist ja interessant. Also er hat recht, wir waren am Anfang, war der Eurokurs für die deutsche Wirtschaft zu hoch und man musste eben jetzt irgendwie die Preise drücken und das hat man gemacht durch Lohnzurückhaltung. Da haben die, vielleicht erinnern Sie sich daran noch, die Gewerkschaften und Kanzler Schröder und so, alle haben sich zusammengesetzt und man hat Lohnzurückhaltung vereinbart. Das hat super funktioniert, nämlich schon 2001 fing das an mit den Exportüberschüssen. 2001. Danach, wir erinnern uns alle, kam ja aber noch eine Agenda 2010 und Hartz IV und ein riesen Niedriglohnsektor und so weiter. Jetzt würde ich gerne dass wir sozusagen Lohndumping gemacht haben und dass dann immer die Exportüberschüsse immer weiter gewachsen sind, das war ja SPD-Politik unter Schröder. Würden Sie sagen, das war jetzt meine Frage an Sie, diese gesamte Maßnahmen, um den Niedriglohnsektor auszubauen, war ein Riesenfehler, den man nie hätte machen dürfen. Also eine der Schwierigkeiten in dieser Leistungsbilanz versteckt sich ja ziemlich viel. Da versteckt sich irgendwie ganz normaler Handel, dahinter verstecken sich Kapitalflüsse, dahinter verstecken sich Bedürfnisse, zum Beispiel einer alternden Gesellschaft im Ausland zu sparen, damit, wenn man dann irgendwie die Waren in Zukunft braucht, sie wieder einführen kann. Also da kommt vieles zusammen. Und das ist ein Grund, warum ich glaube, dass es wahnsinnig wichtig ist, wenn man dieses Thema Wettbewerbsfähigkeit und auch übertriebene Wettbewerbsfähigkeit, und das ist in der Tat ein Problem in der Währungsunion, wenn einzelne Länder übertrieben wettbewerbsfähig sind, dann schaden sie anderen damit, das ist richtig. Ich glaube, dass es nicht klug ist, nur die Leistungsbilanz anzugucken. Sondern man muss die Leistungsbilanz angucken. Das ist ein wichtiger Indikator. Das ist aber nicht sozusagen der einzige, den man braucht. Man muss sich die Arbeitslosigkeit angucken. Das ist auch ein ganz wichtiger Indikator. Und Sie werden sich zurückerinnern, leider war 2001 die Arbeitslosigkeit immer noch ziemlich hoch. Und dann muss man sich tatsächlich auch Dinge ansehen, wie zum Beispiel, wie schnell die Produktivitätsfortschritte sind. Das ist auch ein wichtiger Indikator dafür, wo eine Volkswirtschaft steht. Und das ist also so ähnlich wie bei einem Auto. Wenn Sie Auto fahren, dann wollen Sie irgendwie die Geschwindigkeit kennen, dann wollen Sie die Drehzahl Ihres Motors kennen, wollen Sie die Temperatur Ihres Motors kennen, können Sie sagen, interessiert Sie normalerweise nicht, aber wenn Sie Probleme mit dem Kühlerwasser haben, interessiert Sie auf einmal schon. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man nicht monokausal argumentiert, sondern dass man sieht, es gibt das Leistungsbilanzthema, es gibt das Arbeitslosigkeitsthema, es gibt das Produktivitätswachstumsthema. Und wenn Sie sich anschauen, was war das Problem 2001 fortfolgende, da war nach wie vor ein Problem in Deutschland die Massenarbeitslosigkeit. Jetzt könnten wir, das ist aber nicht das Thema des Abends, intensiv darüber diskutieren, war jeder Aspekt der Schröderschen Reformen zur Bekämpfung der Massenarbeitslosigkeit richtig? Und ich denke, da würden wir einige Unterschiede entdecken, aber durchaus auch einige Gemeinsamkeiten. Mir ging es jetzt nur darum. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht, aber gut, das wollen wir nicht. Sie würden sagen, keine Gemeinsamkeiten. Genau. Da glaube ich schon, dass wir Gemeinsamkeiten haben. Aber der Punkt ist, auch wenn die Leistungsbilanz sozusagen makro schon in Ordnung war, dann war der Arbeitsmarkt damals alles andere als in Ordnung. Und ich glaube, es ist hilfreich, sich daran zu erinnern. Vielleicht noch ein Hinweis. Eines der Länder, was damals in den 2000ern dann am meisten boomte, war Spanien. Und ich erinnere mich an Unterhaltungen mit befreundeten spanischen Ökonomen, die so triumphalistisch sagen, ja, wir haben es raus, wie es geht. Wir verstehen auch nicht, warum das Deutschland irgendwie nicht hinbekommt. Ein paar Jahre später stellt sich heraus, es war eine Immobilienblase. Also wir sollten als Deutschland sehr vorsichtig sein mit Triumphalismus. Und das hat mich wahnsinnig gestört in den letzten Jahren, dass Deutschland auf unangenehme und unangemessene Art im europäischen Ausland häufig triumphalistisch aufgetreten ist, so als hätten wir die ökonomische Wahrheit gepachtet und eben in vielen Fällen falsche Dinge gemacht haben. Aber auch umgekehrt muss man konstatieren, dass in den 1990ern, in den 2000ern andere triumphalistisch aufgetreten sind, die Spanier, die Iren, zum Teil auch die Franzosen im Übrigen, und gesagt haben, naja, wir wissen jetzt, wie es geht und ihr kommt mit dem Euro nicht zurecht. Mhm. Und jetzt ist es umgekehrt, beides war schlecht.
Ja, aber jetzt. Wir müssen uns ganz kurz nochmal fragen: Also, dieser Leistungsbilanzüberschuss, wie gefährlich und schädlich ist der? Ich glaube, da gibt es ja schon einen kleinen Dissens in der Einschätzung hier. Du hast es erwähnt, der sinkt ein bisschen, der ist von 9% auf 7,4% gesunken. Die Europäische Kommission sagt aber, alles über 6% ist ökonomisch sehr gefährlich. Also, Deutschland liegt da immer noch drüber. Und also nochmal auf den Punkt, warum ist dieser Leistungsbilanzüberschuss deiner Ansicht nach so gefährlich? Und zweitens, was kann man in Deutschland dagegen tun? Ja, also nochmal, um beides zu verbinden. Herr von Weizsäcker hat ja gesagt, ja, jetzt ist der Leistungsbilanzüberschuss ein bisschen gesunken. Und da haben Sie übrigens das ausschließlich auf die Löhne zurückgeführt und gesagt, ja, die Löhne sind ja jetzt auch ein bisschen gestiegen in Deutschland. Prompt, weil wir mehr importieren, sinkt dieser Überschuss. Da haben Sie also diese Kausalität Löhne-Überschuss sehr eng gemacht. Jetzt, was ich als Problem sehe, ist, aus meiner Sicht ist die Wahrscheinlichkeit hoch. Keiner kennt die Zukunft, aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass wir demnächst wieder in eine Rezession kommen, weltweit, dass es eine Krise gibt. Nicht? Die deutschen Wachstumsraten werden ja schon ständig nach unten korrigiert. Jetzt stellen Sie sich mal vor, was passiert, wenn Deutschland in die Krise kommt. Der Impuls bei allen Deutschen sofort wird sein, jetzt kürzen wir wieder die Löhne, um wettbewerbsfähig zu sein. Und dann wird der deutsche Leistungsbilanzüberschuss auch wieder steigen. Das heißt, was wir strukturell machen, ist, wir, das haben Sie ja eigentlich auch deutlich gesagt, indem Sie auf die Arbeitslosigkeit gekommen sind, wir exportieren unsere Arbeitslosigkeit in die anderen Länder. Nicht? Indem wir mehr exportieren, als wir importieren, sind dann in den anderen Ländern die Arbeitslosen, die wir nicht haben wollen. Und das ist einfach ein krankes System, und zwar in jeder Hinsicht. Also erstens, man könnte ja auch den eigenen Binnenmarkt stimulieren, beispielsweise indem der Staat investiert oder indem man die Löhne anhebt und dann hier Kaufkraft ist, dann würde ja hier auch mehr konsumiert und hergestellt. Also wir würden nicht, der Witz an diesen Exportüberschüssen ist ja, wir exportieren unsere Arbeitslosigkeit in die anderen Länder, machen die arm, aber wir selber sind ja auch arm. Man muss sich ja klar machen, dass Deutschland als ein sehr reiches Land den größten Niedriglohnsektor Europas hat. Das heißt, was wir ja hier haben, permanent ist die Spannung, dass alle Leute sehen, eigentlich gibt es Reichtum, aber komisch, ich nehme davon ja nicht, daran ja nicht teil. Das heißt, Sie haben das ja sehr schön beschrieben mit den Nationalisten, die sich in anderen Ländern dadurch bilden, dass die Elite, PiS oder so, Le Pen, sich mit den Arbeitslosen zusammentut und auf Nationalismus macht. Genau dieses Modell hat auch die AfD. Die hat selbst im Boom fast 16% in einigen Landesteilen. So, und wie soll das dann in der Rezession werden? Also wir sitzen hier auf einer Zeitbombe. Wenn wir nicht das Modell sofort ändern und dafür sorgen, dass die ärmeren Teile der Bevölkerung in Deutschland profitieren durch höhere Löhne. So, und das andere ist natürlich, dass das ganze System ist an sich der totale Schwachsinn, weil wenn man die ganze Zeit immer nur exportiert und nicht importiert, das ist ja das deutsche Modell, dann ist ja logisch, das ist keine Theorie, das ist reine Logik, dass die anderen können ja gar nicht das Geld haben, unsere Waren zu kaufen, weil wir ja von ihnen nie was kaufen. Das heißt, was letztlich passiert ist, wir schicken unsere Waren ins Ausland, aber wir liefern die Kredite mit, damit die anderen unsere Waren kaufen können. Und irgendwann sind die dann überschuldet, können unsere Waren gar nicht oder können das Geld, die Kredite nicht zurückzahlen. Und dann haben wir faktisch die Waren nicht verkauft, sondern verschenkt. So, das heißt, das ist. Also das ist vielleicht schwierig zu erklären mit diesen Exportüberschüssen. Nicht? Da verdrehen immer alle die Augen. Aber faktisch ist es ein Programm, um sowohl Deutschland wie seine Nachbarn systematisch zu verarmen. Und das muss einem klar sein, dass man das macht. Also dem muss ich wirklich entschieden widersprechen. Ich widerspreche überhaupt nicht. Also da sind wir uns wirklich einig. Ja, das ist ja schön. Ich widerspreche überhaupt nicht, dass in einer Währungsunion nicht gut ist, wenn ein Land immer weiter real abwertet und einen immer höheren Überschuss hat und ein anderes Land einen immer höheren Defizit hat. Aber was einfach nicht stimmt, weder empirisch noch theoretisch, schauen Sie sich ein Land wie Italien an. Italien hat einen Leistungsbilanzüberschuss und Massenarbeitslosigkeit. Die USA haben ein hohes Leistungsbilanzdefizit und haben viele Probleme.
aber nicht ein Arbeitslosigkeitsproblem. Das heißt, dieses irgendwie, ja, wir exportieren unsere Arbeitslosigkeit oder sowas, das greift ein bisschen kurz. Der Grund, warum das ein bisschen kurz greift, ist nicht, dass es diese Mechanismen nicht gibt. Das ist nur in vielen Zusammenhängen alles andere als der dominante Mechanismus. Und deshalb ist es wichtig, sich vor Augen zu führen. Also ich kann es nur noch mal wiederholen. Eine Sichtweise, die sagt, der einzig relevante Indikator für die internationalen Zusammenhänge ist die Leistungsbilanz, Defizit oder Überschuss. Das greift zu kurz, weil es eben andere Faktoren gibt, die auch eine große Rolle spielen. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich das vergegenwärtigt. Das ist kein Widerspruch gegen die Mechanismen, die Sie beschreiben. Das ist ein Widerspruch gegen eine falsche Verabsolutierung dieser Mechanismen, die im Übrigen die meisten Ökonomen auch nicht machen. Nee, das liegt ja daran, dass die meisten Ökonomen die falsche Theorie haben. Okay, das mag ja sein. Nein, ich würde das jetzt gerne nochmal... Dann müssen Sie erklären, wieso Italien mit einem Leistungsbilanzüberschuss so eine hohe Arbeitslosigkeit hat. Ja, das würde ich gerne machen, weil Ihr Beispiel an den der USA ist ja interessant, weil die USA in der Tat brauchen sich überhaupt kein Problem, keine Sorgen zu machen über die Defizite, die sie fahren. Weil die USA haben zwei Vorteile, die keiner auf dieser Welt in dieser Kombination hat. Nämlich erstens, sie haben die Leitwährung namens Dollar. Das heißt, und zweitens, sie haben eine Zentralbank, die letztlich hinter ihrer Regierung steht. Was bedeutet das? Jeder Mensch, also alle auf dieser Welt wollen Dollar haben, um ihre, unter anderem, aber es gibt viele Gründe, unter anderem, um ihren Warenverkehr abzuwickeln. Selbst Transaktionen, die nie über die USA laufen, werden in Dollar abgerechnet. Zum Beispiel die Ölpreise laufen über Dollar. So, das bedeutet aber automatisch, dass wenn die Weltwirtschaft wächst, werden mehr Dollar gebraucht. Der einzige Ort, wo man aber Dollar herstellen kann, ist die USA. Das heißt, die USA mit ihrer Leitwährung haben schon mal das Privileg, dass sie immer mehr verbrauchen können, als sie selber exportieren, weil die ganze Welt will ja die Dollar. Anders gesagt, die USA sind gezwungen, obwohl das ein schöner Zwang ist, über ihre Verhältnisse zu leben. Genau deswegen wollten die Europäer ja auch eine Leitwährung namens Euro kreieren, um endlich auch mal an diesen unerschöpflichen Reichtum namens Leitwährung ranzukommen. So, und das Problem ist jetzt aber, dass man eben, jetzt nehmen wir mal Frankreich, die Franzosen sind aber nicht die USA, sondern die Franzosen sitzen da mit in einer Eurozone und haben jetzt ein Defizit in ihrer Handelsbilanz. Was nichts anderes bedeutet, nochmal, als dass die Deutschen einen Teil ihrer Arbeitslosigkeit nach Frankreich exportieren. Jetzt gäbe es, wäre natürlich schön, wenn die Franzosen jetzt in der Lage wären, wie die USA, einfach zu sagen, okay, dann drucken wir eben Euro. Die Deutschen wollen ja anscheinend ihre Waren an uns verschenken. Die Franzosen können aber keine Euro drucken, weil es ja den Vertrag von Maastricht gibt, der ja verbietet, dass der Staat sich verschuldet. So, also genau das, was die Amerikaner machen, können die Franzosen nicht machen. Und deswegen schlägt also sozusagen ein Defizit in der Handelsbilanz sofort sich negativ nieder. So, und Italien ist nochmal ein ganz anderes Thema, das machen wir nochmal getrennt. Aber jedenfalls mit USA kann man nicht kommen, weil das ist ja ein Sonderfall. Aber jetzt will ich doch da intervenieren. Wenn Sie jetzt gesagt hätten, das deutsche Leistungsbilanzüberschuss ist ein Problem für Länder wie Griechenland, für Länder wie Portugal, für Länder wie Spanien, die aus unterschiedlichen Gründen in einer Boomphase vor der großen Finanzkrise sich überbewertet hatten und dann abwerten mussten. Und der Schmerz der Abwertung war umso größer, je mehr sie es alles selber machen mussten und umso weniger eben Deutschland im Gegenzug aufwertete. Das ist ein Argument. Ja, nehme ich auch sofort gerne an. Ja, was ich nicht akzeptieren kann. Deshalb wollte ich bei Frankreich sofort einhaken. Frankreich, wenn Sie sich das historisch angucken, hatte in der Regel eine ziemlich ausgeglichene Leistungsbilanz.
Und heute haben sie auch tendenziellen Überschuss, weil der Außenwert des Euros relativ niedrig ist. Aber Frankreich hat andere Probleme, genauso wie Italien andere Probleme hat, als jetzt dieses Thema großer Boom vor der Krise, Absturz und Deutschland hilft nicht im Sinne einer symmetrischen Anpassung, diese Anpassungsleistung zu beschleunigen, sodass es dann irgendwann wieder vorangeht, statt irgendwie eine halbe Generation Elend, Massenarbeitslosigkeit, Lost Generation und so weiter zu erzeugen. Aber weder Italien noch Frankreich eignen sich als Beispiele für genau dieses Problem. Die eignen sich als Beispiele für andere Probleme, aber dafür eben aus meiner Sicht nicht, weil eben auch historisch gesprochen, wenn man sich empirisch anschaut, wie hoch waren denn die Leistungsbilanzdefizite bzw. Überschüsse, da sieht man gar nicht viel. Also falls Sie sich jetzt, ich mache jetzt nochmal eine Übersetzung, ja? Ist das okay? Ja, nur also zu. Falls Sie sich jetzt gefragt haben, was Herr von Weizsäcker... Was habe ich versucht zu sagen? Ja, es war ja mit Aufwertung, Abwertung und so ganz schwierig. Das übersetze ich jetzt nochmal, weil dieses Argument teile ich nämlich, deswegen möchte ich gerne, dass Sie es verstehen. Die anderen nicht. Genau. Also was Herr von Weizsäcker erzählt hat, und das stimmt genau, also... Vor die Euro-Krise ist, hat viele Facetten, aber eine Facette ist eben, dass es zum Teil eine klassische Finanzkrise war. Also in dem Sinne, dass sich eine Kreditblase aufgepumpt hat in einigen Ländern, dadurch, dass man einfach euphorisch war nach dem Motto, wir sind jetzt im Euro und jetzt sind die Zinsen ganz billig, jetzt nehmen wir mal Kredite auf. So, das war der Fall in Irland, in Portugal, in Griechenland und in Spanien. Als diese Länder noch nicht im Euro waren, da hatten die zum Teil, für Griechenland zum Beispiel, Zinsen von 20% für 10 Jahre Kredit und plötzlich waren sie im Euro, dann hatten sie nur noch 5% Kredit für 10 Jahre und gleichzeitig hatten sie aber auch eine Inflation von 5%, das heißt, sie hatten Realzinsen, das muss man sich klar machen, von ungefähr 0%. Sie nehmen einen Kredit auf von 10 Jahren und müssen dafür real 0% Zinsen zahlen. Was machen sie wohl? Nicht? Sie decken sich mit Krediten ein. Und dann, das war der Fall in allen Ländern, und dann war eben durch diese vielen Kredite boomte die Wirtschaft und dann sind natürlich auch die Löhne gestiegen. So, hinterher, große Krise, ist jetzt die Frage, was macht man mit diesen völlig überhöhten Löhnen? So, dann ist natürlich eigentlich richtig, man senkt die Löhne wieder. Wenn man das aber macht, wenn man die Löhne senkt und die Kaufkraft sinkt, dann hat man sofort eine Riesenrezession. Das war Griechenland. Ja, Griechenland, Portugal, Spanien, Irland. Das heißt, und das meinte dann Herr von Weizsäcker, für diese Krisenländer wäre es viel besser gewesen, wenn Deutschland seine Löhne angehoben hätte. Nicht? Wir hatten ja sowieso zu niedrige Löhne. Dann wären die deutschen Löhne gestiegen und die Krisenländer hätten ihre Löhne nicht so stark senken müssen. Also man hätte die ganze Euro-Krise ziemlich schnell, ziemlich elegant aus der Welt schaffen können. Leider, sie waren alle dabei, saßen die Deutschen da und haben gesagt, nee, hier steigen aber keine Löhne. So, das war die Übersetzung. Gut, aber dann Frankreich und Italien ist eben was anderes. Ja, genau, jetzt kommen wir nochmal zu Italien. Dann kommen wir von der Geschichte vielleicht zur Gegenwart oder zur Zukunft, nämlich zu Italien. Mich würde Ihre Einschätzung interessieren. Die Euro-Krise ist in der deutschen Öffentlichkeit nicht mehr sehr präsent. Und das kann aber eine Täuschung sein, weil die Bankenkrise in Italien ist nach wie vor akut. Italien ist in einer Rezession, die Schulden steigen und wir haben jetzt dazu noch diese rechts-links-populistische Regierung, die eben, nachdem sie nachgegeben hatte bei dem Defizit, jetzt doch wieder sagt 2,4%. Da ist ein Konflikt, der wieder aufbricht um die Verschuldung Italiens. Und für wie gefährlich ist das für den Euro und welche Rolle spielt Deutschland dabei? Also auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen, die Probleme in Italien und in Frankreich sind in einem hohen Maße hausgemacht. Im Übrigen waren auch Probleme in Griechenland und in Spanien und Portugal in einem hohen Maße hausgemacht, aber da hat
sozusagen mit Blick auf die Überschrift unserer Veranstaltung, die Statik der Währungsunion und Effekte, wo eben deutsches Verhalten das Verhalten in anderen Ländern beeinflusst gehabt, da hat Deutschland eine größere Rolle gespielt. Aber um es mal ganz klar zu sagen, Italien hat drei Probleme. Das eine Problem ist, sie haben nach wie vor eine gigantische Staatsverschuldung und bekommen die nicht in den Griff. Das zweite Problem, sie haben ein ganz, ganz schwaches Wirtschaftswachstum, also eine ganz geringe wirtschaftliche Dynamik. Und das dritte Problem ist, sie haben nach wie vor eine ziemlich hohe Arbeitslosigkeit. Und diese drei Probleme, die müssen irgendwann mal gelöst werden. Und da kann man natürlich immer, und das ist also das vierte Problem wäre das politische Problem. Sie haben eine Regierung, die sagt, wir glauben, dass alle anderen auf der Welt schuld sind, aber Italien zu Hause nicht. Und das ist verkehrt. Das ist wirklich, das ist schlechte Politik und schlechte Ökonomie und wird irgendwann zu einer Bedrohung für den Gesamtzusammenhalt der Eurozone. Wir haben das große Glück, dass wir in Frankreich eine Regierung haben, die vollkommen zu Recht, und das ist dann wiederum ein deutsches Versagen, sagt, wir müssen auch bestimmte Regeln auf europäischer Ebene neu schreiben, damit es in Zukunft besser funktioniert. Aber im Übrigen haben sie eine Regierung, die das eine oder andere Problem zu Hause angehen will und das auch tut. Und das ist ein Riesenunterschied. Und deshalb bin ich, was Frankreich angeht, nicht so besorgt ökonomisch und was Italien angeht, durchaus besorgt. Jetzt ist es ja so, dass die italienische Wirtschaft seit Einführung des Euro nicht gewachsen ist. Und das hat vielleicht ja mit der italienischen Wirtschaft was zu tun, aber eben auch mit dem Euro. Ja, also erstmal, damit man vielleicht nochmal die Dramatik klar macht. Also wenn der Euro scheitert, dann nicht an Griechenland, sondern tatsächlich an Italien. Nicht? Also das ist und da sind wir uns ja, glaube ich, einig, das ist sozusagen das ganz große Risikoland. Das muss man sich ja mal klar machen, das hast du ja schon gesagt, seit der Einführung des Euros, also in den letzten 20 Jahren, ist Italien in der Summe gar nicht gewachsen. So, jetzt Deutschland ist in der gleichen Zeit, das habe ich mal so versucht auszurechnen, um ungefähr 31% gewachsen. So, jetzt stellen Sie sich mal vor, was in Deutschland los wäre, wenn dieses Wachstum von 31% gefehlt hätte und wenn wir hier eine Arbeitslosigkeit hätten wie in Italien, die offiziell bei 11% ist und faktisch viel höher. Dann hätten auch wir hier in Deutschland eine AfD, die wäre längst bei 50%. Das heißt, immer auf die Italiener herabzugucken, komisch, die wählen ja populistisch, ist aus meiner Sicht eben deutsches Besserwissertum. Weil wir sind keine gefestigte Demokratie, sondern unsere Demokratie funktioniert nur unter der Bedingung, dass wir regelmäßige Wachstumsraten haben und nicht 20 Jahre Krise. So, jetzt ist natürlich die Frage, warum sind die Italiener in der Krise? Und das ist... Ach so, vielleicht noch vorher zur Dramatik, damit man das versteht. Also das Furchtbare ist ja, wenn man sich das mal überlegt, die Italiener sind nicht gewachsen, während die Weltwirtschaft ja gebrummt hat und beispielsweise auch Deutschland gewachsen ist. Das führt automatisch, dafür kann niemand etwas, sondern das ist sozusagen zwingende Logik, das führt automatisch dazu, dass sie schon jetzt in den Bilanzen der italienischen Banken Milliarden, Hunderte von Milliarden von Krediten schlummern, die faktisch nicht zurückgezahlt werden können. Denn die Idee ist ja, ich nehme einen Kredit auf und dann zahle ich den zurück, weil es Wachstum gibt. So, wenn dieses Wachstum wegbleibt, wird es richtig schwierig, weil dann haben Leute einen Kredit für ein Haus aufgenommen, haben dummerweise aber ihren Arbeitsplatz verloren. Oder Leute haben einen Kredit aufgenommen, um in der Firma zu investieren. Dummerweise ist die dann auch pleite, kann sozusagen den Kredit auch nicht zurückzahlen. Diese ganzen faulen Kredite, die jetzt schon in den Bilanzen schlummern, werden jetzt noch so gerade mitgeschleppt, obwohl die ersten italienischen Banken ja auch schon pleite waren, weil man wenigstens so bei Null ist beim Wachstum. So, jetzt stellen Sie sich mal vor, und das ist ja eine Wahrscheinlichkeit, die nicht auszuschließen ist, es gibt irgendwie eine Rezession in ganz Europa. Dann ist ja ganz klar, wenn alle irgendwie Schwierigkeiten haben, dann schlägt das in Italien erst recht ein wie eine Bombe. So, und sobald die im Minuswachstum sind nochmal, ist klar, dass alle Banken in Italien sind dann pleite.
So, und dann ist natürlich die schon mal sehr die interessante Frage, was die Eurozone dann macht. Und aus meiner Sicht ist die Gefahr extrem hoch, dass dann wieder erzählt wird, oh, die ganzen italienischen Banken sind pleite, vielleicht rettet man sie, aber jetzt muss erst richtig gespart werden in Italien. Und dann macht man das Problem noch schlimmer. Und nur damit Sie die Brisanz sehen. Also Italien kommt wieder und die Eurokrise kommt auch wieder. Mhm. So, jetzt würde ich noch gerne sagen, was zur Staatsverschuldung. Die Italiener, das stimmt, haben eine hohe Staatsverschuldung. Ich weiß gar nicht, wo der Stand im Augenblick ist, aber sozusagen vor der 35 ja, genau, vor der Finanzkrise 2008 waren das schon 100% der Wirtschaftsleistung. Sehr interessant, das kann ich nur jedem empfehlen, ist sich mal anzugucken, wann die Staatsverschuldung von Italien senkrecht in die Höhe gegangen ist. Nämlich 1992, in dem Moment, als die Bundesbank die Zinsen hochgesetzt hat. Auf ein extremes Niveau, das durch nichts zu rechtfertigen war. Da hat die Bundesbank die Zinsen auf 7% hochgesetzt. Weltweit wurde das Geld abgezogen, um es nach Deutschland zu schaffen. Italien musste seine Zinsen noch höher setzen, damit überhaupt noch Geld in Italien angelegt wurde. Und diese extremen Zinsmaßnahmen der Bundesrepublik haben dann in Italien eingeschlagen wie eine Bombe und die Schulden sind so hoch gegangen. Das heißt, auch da kann man wieder sehen, dass Deutschland keineswegs so harmlos ist, wie wir hier immer tun. Nicht? Sondern auch Länder wie Italien, obwohl die groß sind, haben keine Chance, sich gegen deutsche Fehlentscheidungen zu wehren. Und was noch interessant ist, dann hatten die Italiener diesen riesen Schuldenberg, eigentlich nur durch diese extremen Zinszahlungen, die durch die Bundesbank nötig wurden. Und dann haben die Italiener etwas gemacht, was einzigartig war. Nämlich als dann der Euro kam, sind die Zinsen auch für Italien ganz stark gesunken. Aber anders als Spanien, Griechenland, Portugal und Irland haben die Italiener dann nicht angefangen, ganz viele Staatsschulden zu machen und einen riesen Kreditboom da zu starten, sondern sie haben die niedrigen Zinsen genutzt, um ihre hohe Staatsverschuldung eigentlich abzubauen. Das heißt, man muss eigentlich sagen, die Italiener haben alles richtig gemacht, sie haben nichts falsch gemacht. Sie haben auch zum Beispiel nicht an diesen ganzen Schrottpapieren in den USA teilgenommen und anders als die deutschen Landesbanken, ne? Oder die Commerzbank. Trotzdem sind sie hinterher abgestraft worden. Und sozusagen der Moment, das muss man sich in der Dramatik klar machen, in der sich für Italien alles geändert hat, das ist ein Tag, an den können Sie sich gar nicht erinnern. Das war der 21. Juli 2011. Seit diesem 21. Juli 2011 ist in Italien nichts mehr wie vorher. Und was ist da passiert? Hatte mit Italien überhaupt nichts zu tun. Man hat sich überlegt, Merkel und Sarkozy, dass man doch Griechenland in die Pleite schicken könnte. Nicht? Das war der berühmte Schuldenschnitt, der dann auch ein Jahr später kam. Hatte alles mit Italien nichts zu tun. Aber dann war natürlich der Moment da, wo die Finanzmärkte, sprich Lebensversicherungen, Banken, Hedgefonds und so weiter, die wurden alle nervös. Denn als Griechenland in die Pleite geschickt wurde, war ja die Frage, wer wird denn als nächstes dann vielleicht pleite sein? Und da fielen allen auf, oh, die Italiener haben ja eine Staatsverschuldung von 130%, dass die uralt war, immer mitgeschleppt wurde, hat gar keinen interessiert. Und dann gingen die Zinsen für Italien plötzlich hoch, auf 7%. Vielleicht können Sie sich auf dieses Drama noch erinnern. Und dann hat es ein Jahr lang gedauert, bis die EZB eingegriffen hat. Whatever it takes. Ja, und dann hat Draghi diese berühmte Rede gehalten in London, we will save the euro, whatever it takes. Und dann haben alle Spekulanten verstanden, okay, jetzt wird die Zentralbank Staatsanleihen kaufen, bis die Zinsen wieder runtergehen. Und das Interessante ist, die Zinsen sind runtergegangen, ohne dass Draghi überhaupt eine einzige Staatsanleihe kaufen musste. Also es war reine Panik auf den Finanzmärkten. Aber die Geschichte geht, die Frage ist ja, sind die Deutschen schuld? Sie alle erinnern sich. Hinterher haben Volltrottel namens Volkswirte, aus meiner Sicht die echten Volltrottel, noch vor dem Bundesverfassungsgericht geklagt deswegen. Und die AfD, das muss man sich ja auch klar machen, ist eine Partei, die wurde von Volkswirten gegründet, weil sie alle gegen die Euro-Rettung waren. Und in Wirklichkeit, wie gesagt, haben die Italiener schwer gebüßt,
für den Schuldenschnitt in Griechenland, weil die EZB nicht eingegriffen hat und auch nicht richtig eingegriffen hat und dann hat man noch Sparprogramme verlangt und so weiter, haben die Italiener am Ende nochmal ein Minus von 6% gehabt. So, und das also eine zweite schwere Wirtschaftskrise. So, und dann sitzt man hier und wie gesagt, die Italiener waren aus meiner Sicht immer nur Opfer. Ja, jetzt höre ich auf. Nee, gut. Ich wollte nur ganz kurz eine Beobachtung einwerfen. Ja. Und zwar, stellen Sie sich vor, ein gemeinsamer Freund von uns dreien wäre in einer schwierigen Lebenslage. Wenn wir anständig sind, ich glaube, wir sind das, dann würden wir uns als erstes Gedanken darüber machen, wie können wir dem gemeinsamen Freund helfen? Und als zweites durchaus auch Gedanken darüber machen, haben wir nicht vielleicht in irgendwelchen Gesprächen in den letzten Monaten dazu beigetragen, dass unser Freund in solche Schwierigkeiten gekommen ist? Und ich finde das richtig und ich finde es gut und es ist mir grundsympathisch. Aber ich finde es nicht gut, wenn man im Nachdenken über die Situation des Freundes dabei aufhört. Ich finde es wichtig, dass man auch sich darüber nachdenkt, welche Probleme hat sich vielleicht der Freund selber eingebrockt und dann durchaus auch in Gesprächen mit dem Freund dazu in der Lage ist zu sagen, also hör mal, es gibt Dinge, die können wir tun, wir können unterstützen und wir fassen uns auch an die eigene Nase und wir wollen uns da nicht komplett exkulpieren, wir haben auch dazu beigetragen, aber es gibt bestimmte Dinge, die müsst ihr auch ändern. Und ich will jetzt genau in diesem Sinne ein Beispiel geben. Der größte Teil des Zinsabstands zwischen deutschen Staatsanleihen und italienischen Staatsanleihen geht nicht zurück auf 2011, sondern der geht zurück auf törichte Manöver der aktuellen Regierung in Italien, die in einer Größenordnung, ich meine, um sich das mal auszurechnen, was Torheiten für Folgen haben für ein Land. Wenn Sie jetzt mal großzügig sind und sagen, nur 150 Basispunkte, das klingt jetzt sehr technisch, das sind einfach 1,5% zusätzlich Zinslast auf 135% Staatsverschuldung. Das ist in der Größenordnung von 2% BIP im Jahr. Muss Italien heute zusätzlich zahlen, weil die aktuelle Regierung, nicht Deauville, nicht Merkel und Sarkozy, sogar mit Unterstützung der EZB, wenn die EZB nicht so aktiv wäre, dann wäre es noch viel mehr. 2% im Jahr müssen die italienischen Bürgerinnen und Bürger heute bezahlen dafür, dass ihre Regierung Dummheiten macht. Und das dann dazu führt, dass eben die Zinsen entsprechend hochgehen. Und das gehört zur Wahrheit eben auch dazu. Und ich glaube, dass es wichtig ist, gerade wenn wir jetzt darüber diskutieren, ist sozusagen Deutschland schuld am schlechten Zustand. Ich bin sehr dafür, dass wir ein feineres Gespür dafür entwickeln, wie wir als, wenn man so will, Elefant im Porzellanladen dazu beigetragen haben, dass bestimmte Dinge schiefgegangen sind. Ich bin aber sehr dagegen, dabei zu vergessen, dass eben ein wesentlicher Teil der Probleme wirklich auch in anderen Ländern hausgemacht ist. Und es wäre verheerend gewesen, wenn damals in einer Zeit, wo Deutschland eben die Probleme hatte, dass wir überbewertet in Euro gegangen sind, damals in einer Zeit, als wir Massenarbeitslosen gehabt hätten, nur gesagt hätten, die anderen in Europa sind schuld und nicht in der Lage gewesen wären, unsere eigenen Probleme auch in den Griff zu kriegen. Gut, vielen Dank. Ich glaube, der Dissenspunkt zwischen Ihnen ist klar geworden. Mit Blick auf die Uhr, eine kurze Antwort, eine sehr komplizierte Frage. Was Ulrike gesagt hat, eine mögliche Rezession, die nicht in Stein gemeißelt ist, aber die möglich ist, mit den Effekten auf Italien und auf den Euro. Also wirklich eine möglichst kurze Antwort. Ist der Euro heute besser, mit dem Finanzminister Scholz, statt Schäuble möglicherweise, besser gerüstet für diese Krise, als das die EU war in der Griechenland-Frage? Aus meiner Sicht nein. Aber darf ich auch noch eine Frage stellen? Nee, erst muss Herr Verweilzecker die Möglichkeit haben, das zu beantworten. Nein, ich will noch an ihn. Aber gut, dann möchte ich noch eine Frage an Herrn Verweilzecker stellen. Ja, das dann, gut. Ja. Ich sag nur nein. Du sagst nur nein. Gut, das überrascht mich nicht. Und die Frage? Ja, ich glaube, Sie müssen erst mal hier. Ja, also
ich glaube, es gibt eine ökonomische Frage und eine politische Frage. Die politische Frage vielleicht zuerst, weil das wirklich ein ganz wichtiger Unterschied ist. Jetzt rede ich wirklich als Mitarbeiter des Finanzministeriums. Ein ganz wichtiger Unterschied zwischen einem Finanzminister Wolfgang Schäuble und einem Finanzminister Olaf Scholz war, dass Wolfgang Schäuble den Eindruck hatte, und ich glaube nicht, dass das bös gemeint war, aber sein Eindruck war, ich muss der Polizist für die Eurozone sein. Ein Polizist aus Berlin, der über Regeleinhaltung wacht. Und das war seine Idee. Und das hat politisch einen gigantischen Schaden verursacht. Denn es ist nicht die Verantwortung eines Finanzministerkollegen in einem anderen Mitgliedstaat über die Einhaltung der Verträge zu wachen, die Einhaltung der Spielregeln zu wachen. Wir haben dafür aus gutem Grund europäische Institutionen, die darüber wachen sollen. Und die wichtigste Institution in dem Zusammenhang ist die Europäische Kommission. Und wir haben eine zweite ganz wichtige Institution, das ist die Europäische Zentralbank. Und das ist deren Job. Und es war ein großer politischer Fehler, zu sagen, wir, in anderen Worten, wir vertrauen diesen Institutionen nicht mehr und spielen uns da aus Berlin so sehr in den Vordergrund. Und dadurch würden Konflikte, die ein Konflikt zwischen Athen und Brüssel hätten sein müssen, wurden zu einem bitteren Konflikt, zu einem den Nationalismus wieder aufflammen lassenden Konflikt zwischen Griechenland und Deutschland. Und das war ein großer politischer Fehler, ein schwerer politischer Fehler. Und ich glaube, daraus haben wir gelernt. Also wenn man sich daran zurückerinnert, als die italienische Regierung im letzten Herbst einen wirklich unseriösen Haushaltsplan für 2019, das laufende Jahr, vorgelegt hat, haben Sie da einen Finanzminister Olaf Scholz erlebt, der den Italienern gesagt hätte, was zu tun ist? Nein, Sie haben erlebt, jemand, den Sie vielleicht davor noch gar nicht so richtig wahrgenommen hatten, den Kommissar Pierre Moscovici, das ist der zuständige Kommissar bei der Europäischen Kommission, der hat als Franzose, europäischer Kommissar, den Italienern gesagt, nein, das können wir in dieser Form nicht akzeptieren. Und Olaf Scholz hat sich zu Recht vornehm zurückgehalten. Und das war politisch richtig und davor war es politisch falsch. Und ich glaube, in diesem Sinne haben wir politisch, auch in Deutschland, sehr viel aus dieser Krise gelernt. Ich glaube, es haben noch nicht alle gelernt, aber ich glaube, an entscheidenden Stellen hat man viel daraus gelernt. Und das heißt, das Zweite, und da komme ich zum Ökonomischen und Institutionellen, wir brauchen stärkere europäische Institutionen, um einen Rückfall in Nationalismen zu verhindern. Einige haben wir geschaffen. Wir haben geschaffen eine europäische Bankenaufsicht, die sitzt in Frankfurt, im selben Gebäude wie die Europäische Zentralbank. Wir haben geschaffen einen europäischen Rettungsmechanismus, das ist der ESM, der sitzt in Luxemburg. Und wir haben geschaffen bestimmte zusätzliche Härten, aber auch Flexibilitäten, also eine Stärkung der Aufsicht durch die Europäische Kommission in Brüssel. Und das ist gut. Und deshalb würde ich sagen, wir haben Fortschritte gemacht und wir sind etwas besser gewappnet durch diese Fortschritte auf die nächste Krise. Und jetzt muss ich aber einschränkend sagen, es gibt ein Problem, ein ziemlich tiefsitzendes Problem. Wir haben zwar solche Fortschritte geschaffen, aber wir bewegen uns heute in einer Welt, wo strukturell, aus Gründen, auf die wir vielleicht in der Fragerunde kommen können, die Zinsen weltweit, das ist nicht Herr Draghi, sondern weltweit die Zinsen viel niedriger sind als früher. Das ist deshalb wichtig, weil in der nächsten Krise Zentralbanken weltweit sich viel schwerer tun, Zinsen zu senken, um die Wirtschaft zu stimulieren. Also wenn die Zinsen sind ja heute bei Null, ist schwierig, sie weiter zu senken, denn dann, wenn die sehr negativ werden, dann legen sie ihr Geld unter das Kopfkissen, würde ich auch machen. Das heißt, da gibt es gewisse Grenzen. Und das heißt, das Problem ist, bei allen Fortschritten, die wir gemacht haben, wir sind immer noch nicht gut vorbereitet auf eine Zeit, wo Zentralbanken gar nicht mehr so viel tun können wie früher im Sinne einer Wirtschaftsstabilisierung. Und deshalb muss man in Balance sagen, vielleicht ist der Fortschritt etwas kleiner, als ich es mir wünschen würde. Gut. Ja, jetzt würde ich noch gerne eine Frage stellen, wenn ich das darf. Okay. Also eine kurze Frage und eine kurze Antwort. Ja, genau. Die ist meine Frage. Aber ist wirklich kurz. Ganz kurz. Vor allem die Antwort wirklich kurz. Ja. Nee, das ist sozusagen der Bogen zum Anfang. Also Sie sind ja jetzt der Berater des Bundesfinanzministers. Was ja in den Befragungen der Wähler deutlich rauskam, ist,
wir wissen gar nicht, was die SPD von anderen Parteien, also vor allen Dingen von der CDU, unterscheidet. Das war kein einziger Wähler, der befragt wurde, außer 7%, wusste, wofür steht denn die SPD. So, jetzt, Europawahl ist vorbei, aber die nächste Bundestagswahl steht ja irgendwann an. Was sind die drei Maßnahmen, von denen Sie denken, das muss die SPD unbedingt erreichen, um eben erstens erkennbar zu werden und zweitens der Eurozone zu helfen? Und drei Maßnahmen ganz schnell. Ja. Also die erste Maßnahme, das bietet mir Gelegenheit, eine Sache vielleicht doch ein bisschen in ein anderes Licht zu rücken. Es ist ja kein Zufall, dass wir in den letzten 4 Jahren jetzt endlich die Art von Lohndynamik haben, die wir schon ein bisschen früher hätten haben müssen. Das ist ja nicht einfach nur verhandelt worden, sondern die politischen Rahmenbedingungen sind auch ein bisschen anders geworden. Also ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist, den meisten hier im Raum nicht, weil Sie nicht zu denjenigen gehören, die davon unmittelbar betroffen sind, aber wir haben zum Beispiel Mindestlohn. Ja, das, der zu niedrig ist. Ja, aber wenn Sie sich anschauen... Also soll hoch. Wenn Sie sich anschauen, wie die Lohndynamik zustande gekommen ist, dann kommt ja Lohndynamik nicht nur zustande für die Mindestlohnbezieher, sondern es kommt natürlich auch zustande für diejenigen, die ein bisschen drüber waren und sagen, Moment einmal, also wenn jetzt der nicht so gut qualifiziert, dann will ich ein bisschen mehr und so weiter. Das heißt, diese Lohndynamik... Also Sie wollen einen Mindestlohn von 12 Euro. Was? Ich bin... das will ja Ihr Finanzminister. Also mein Finanzminister sagt das und über jetzt die genaue Größenordnung kann man trefflich streiten. Da sind ja, glaube ich, Politiker begabter darin, das zu verkürzen. Aber ich sage Ihnen, eine gute Lohndynamik für Deutschland in einer Phase, wo unser Problem ist, wir hatten mal eine Zeit, da war unser Problem Massenarbeitslosigkeit. Heute haben wir ein Problem, dass viele Leute für ihre Arbeit nicht das verdienen, was sie verdient hätten. Ja, sehen Sie, und wir haben, darüber haben wir ja gerade geredet, wir hatten nach der Krise ein halbes Jahrzehnt, wo dieses Problem nicht angegangen wurde und jetzt hatten wir glücklicherweise in den letzten 5 Jahren, haben wir dieses Problem angegangen, aber es ist noch nicht gelöst. Mhm, cool. Und das ist ein ganz wichtiges Thema, das ist ein ganz wichtiges Thema für uns zu Hause und es ist tatsächlich, darüber haben wir ein bisschen gesprochen, aus ökonomischer Sicht auch ein wichtiges Thema für das Recht der Union, also der Europäischen Union. Ein zweites wichtiges Thema. Ja, genau okay. Kurz. Also zweites wichtiges Thema sind Investitionen und drittes wichtiges Thema, das ist nun ursozialdemokratisch, das ist Bildung. Und ich kann das alles gerne ausführen, aber ich sehe, jetzt soll diskutiert werden und ich freue mich darauf. Vielen Dank, Herr von Weizsäcker. Vielen Dank. Danke. Achso. Haben wir ein Mikro im Saal? Achso, gut. Ja. Gibt es denn Fragen oder Kommentare? Ich bitte genauso wie gerade und energischer um Kürze. Wir haben nämlich jetzt, ich sehe schon 1, 2, 3, 4, 5 Wortmeldungen. Hier vorne in den ersten, in der dritten Reihe 6 Wortmeldungen. Also bitte wirklich keine Co-Referate. Nee, Sie müssen immer in das Mikrofon, mit Mikro, weil sonst, falls es Leute bei Facebook gibt, würden die Sie ja nicht verstehen. Ja, danke. Also ich habe eine ganz kurze Frage. Es wurde Lohnsteigerung angemahnt. Meine Frage ist, warum nicht Arbeitszeitverkürzung? Also da haben wir ja auch ein Rollback von Mitte der 80er Jahre aus gesehen und... ist klar. Natürlich bei vollem Lohnausgleich. Okay, vielen Dank. Ich glaube, wir sammeln ein bisschen. Hier vorne der Herr und Sie. Ja, ich würde sagen 3. Wir sammeln immer 3. Sie zuerst. Sie haben das Lohndumping angesprochen oder das Lohndumping wurde angesprochen, dass Deutschland eben unterhalb der Rentabilitätszuwächse Lohnzuwächse hatte, was mir zu kurz gekommen ist oder eben weggeblieben ist und deswegen die Frage an Sie, Herr von Weizsäcker, aufgrund der Währungsunion ist es doch so, dass die D-Mark, wenn es die D-Mark noch gäbe, sie deutlich gestiegen wäre im Kurs, während das
verhindert wird durch die schwachen Volkswirtschaften oder schwächeren Volkswirtschaften der übrigen Eurozone, sodass Deutschland doppelt profitiert, dass sie einerseits eben durch das Lohndumping Vorteile hat und darüber hinaus eben durch den vergleichsweise niedrigen Wechselkurs. Das ist die Frage. Gut. Und jetzt noch Sie, bitte. Ich hatte bei der Frage, ist Deutschland an allem schuld, eigentlich an zwei ganz andere Probleme gedacht, und zwar auf der Ebene der EU. Das eine ist natürlich, dass das Umsatzsteuerdumping weitergeht, dass sich da wenig geändert hat. Wir wissen, wer die Bremser sind. Dazu gehören zum Beispiel die Niederlande, aber Frankreich und Deutschland sind meist betroffen, tun aber wenig. Und das zweite Problem, das ich erst aus einem Dokumentarfilm bei ZDF Info erfahren habe, ist das sogenannte kriminelle Umsatzsteuerkarussell. Was ist in Ihrem Ministerium dazu in Vorbereitung? Ja, danke, das waren drei. Die Frage mit der Arbeitszeitverkürzung. Fühlt sich da jemand berufen zu antworten? Also das kann ich ja machen, und dann kommen bitte. Die anderen Fragen waren ja an Herrn Ulrike von Weizsäcker. Ja. Also nicht, dass Sie mich missverstehen, ich bin immer für Arbeitszeitverkürzung, und das könnte man auch machen. Wenn man jetzt sich aber fragt, was muss man machen, um die Eurozone irgendwie wieder zu beleben, und dann bräuchte man eigentlich steigende Löhne, also oder Investitionen des Staates. Also was man braucht, ist mehr Nachfrage in Deutschland, um diese Spannungen auszugleichen. Wenn man jetzt sagt, nee, stattdessen haben wir Arbeitszeitverkürzung, das heißt, wir verzichten sozusagen, wir wollen nicht mehr Lohn, sondern mehr Zeit, dann wäre das zwar für den Einzelnen schön, aber würde sozusagen jetzt hier an dem Problem vorbeigehen. Danke. Fürs Klima wäre es super, das ist übrigens ein sehr wichtiger Hinweis. Ja. Alles, was man immer diskutiert, sich zu überlegen, wie man die Eurozone stabilisieren könnte, läuft auf Wachstum raus. Aber wir wissen natürlich alle, dass man in auf einem endlichen Planeten nicht unendlich wachsen kann. Das ist sowieso völlig klar. Aber ich glaube, dass man ja auch erstmal, wenn man jetzt sich überlegen will, wie steigt man aus dem Kapitalismus aus, muss man ihn ja erstmal verstanden haben. Nicht? Und heute war sozusagen der Versuch da, erstmal überhaupt zu analysieren, wo sind denn jetzt in der Eurozone die Probleme, und die können schon in einem halben Jahr explodieren. Nicht? So, aber jetzt kommt Herr von Weizsäcker, die Frage war, Deutschland profitiert doppelt vom Euro. Ja gut, ist immer die Frage, wer profitiert? Nicht. Ich bin durchaus der Meinung, dass Deutschland vom Euro profitiert, und ein Teil dieses Profitierens ist auch überhaupt nicht schlimm für andere Länder. Die profitieren auch davon, dass wir eben verlässliche Wechselkurse haben, also eben einen festgelegten Wechselkurs im Rahmen einer gemeinsamen Währung. Und dann gibt es auch Aspekte, die wir nun sattsam diskutiert haben in der letzten Stunde, wie es sein kann, dass ein Land auf Kosten von anderen profitiert. Aber wenn Sie sich jetzt den Wechselkurs noch mal genauer überlegen, wenn Sie einen Wechselkurs haben, der niedrig ist, und Sie wollen in die Ferien fahren, in ein anderes Land, oder Sie wollen sich ein Produkt kaufen aus einem anderen Land mit Ihrem Gehalt, dann bekommen Sie weniger. Das heißt also, in der Regel ist es so, das ist jetzt nicht irgendwie eine nette Anekdote, sondern in der Regel ist es so, wenn Sie Ihren Wechselkurs runterdrücken, dann werden die Unternehmen in Ihrem Land profitabler, und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in dem Land können sich weniger kaufen. So einfach ist das. Dann erhöhen Sie die Profitabilität. Sie sorgen dafür, sollten Sie Probleme mit Arbeitslosigkeit gehabt haben, dass die Arbeitslosigkeit sinkt. Und dann irgendwann sorgen Sie dafür, dass Sie eine ganz kuriose Sache haben, die nennt sich Fachkräftemangel. Haben Sie vielleicht schon mal gehört, klagen die Leute drüber. Eine Art zu beschreiben, was das eigentlich ist, der Fachkräftemangel, sind zu niedrige Löhne. Also wenn Sie in bestimmten Ländern in Osteuropa in der sozialistischen Zeit Brotmangel in den Läden hatten, dann bedeutete das nur, dass die Brotpreise niedriger waren, als sie sinnvollerweise hätten sein sollen. Nicht? Dann haben die Leute Brot gekauft, um ihre Schweine damit zu füttern und nicht, um das möglicherweise aufzuessen. Das heißt, der Preis, in dem Fall der Lohn, sorgt dafür, dass wir, wenn er vernünftig gezahlt wird, weniger Fachkräftemangel haben.
Und wenn er zu viel gezahlt wird, kann er auch dafür sorgen, dass wir Massenarbeitslosigkeit haben. Aber also da muss man ein bisschen aufpassen. In anderen Worten, ja, wir profitieren vom Euro, aber nein, man kann jetzt nicht sagen, jedes Land, was seinen Wechselkurs senkt, sorgt dafür, dass eine gesamte Bevölkerung davon ungeheuer profitiert. Das ist, glaube ich, wäre die falsche Lehre. Dann war doch die Frage nach der Steuerdumping und Umsatzsteuer. Ja, das ist ein Riesen. Also es gibt zwei Themen. Das eine ist die Unternehmensbesteuerung. Und ich denke, das meinten Sie als allererstes. Ja, genau. Und das zweite ist die Umsatzsteuer. Bei der Unternehmensbesteuerung ist uns bei der Konstruktion des europäischen Binnenmarkts ein Riesenfehler unterlaufen, der sich bitterlich gerecht hat und immer noch rächt. Nämlich, es wurde gesagt, der Binnenmarkt, also die Tatsache, dass Dinge, die in Hamburg hergestellt werden, überall in Europa verkauft werden können, ohne dass man irgendwie sich das noch groß genehmigen lassen muss. Und umgekehrt, wir können in Läden Dinge kaufen, ohne jetzt Sorgen zu haben, oder sind in Portugal hergestellt, da sind vielleicht irgendwelche gefährlichen Substanzen drin. Dafür sorgt der Binnenmarkt. Aber wir haben das Prinzip des Binnenmarkts so weit verabsolutiert, dass in einer fürchterlichen Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs, und hier geht es nicht um Juristenschelte, sondern das war so angelegt in den Verträgen. Da haben wir einen Fehler gemacht, wurde falsch verhandelt, wurde damals als eine Firma, ein Schokoladenhersteller, Cadbury, versucht hat, mit Hilfe von teuren Krediten der irischen Tochter an die englische Mutter Gewinne nach Irland zu verschieben. Da wurde gesagt, das ist Teil des Binnenmarkts, das ist Teil der Kapitalverkehrsfreiheit, das muss man erlauben. Großbritannien darf keinen Abwehrmechanismus gegen diese Niedrigsteueroase Irland machen. Und im Kern haben wir das heute noch. Wir haben das Problem, dass wir ein Verständnis des Binnenmarkts im Sinne von Kapitalverkehrsfreiheit haben, der es wahnsinnig schwierig macht, innerhalb der Union Abwehrmechanismen gegen unfaire Unternehmensbesteuerungspraktiken zu haben. Um das zuzuspitzen, es ist heute leichter für ein Finanzministerium in Europa, sich zu wehren gegen Steuerwettbewerb von den Kaimaninseln als gegen Steuerwettbewerb aus Luxemburg. Das muss man sich mal klar machen. Das ist ein echtes Konstruktionsproblem und es ist so schwer, dem Herr zu werden, weil wir heute Einstimmigkeit haben in Steuerfragen. Also wenn man diese Steuerdinge ändern wollte, was ja vernünftig wäre, dann müssten dem alle zustimmen. Jetzt bringen Sie mal Luxemburg und Irland. Bei Irland haben wir es versucht, im Rahmen der Euro-Rettungsaktivitäten haben wir gesagt, jetzt müsst ihr aber im Gegenzug, die haben alles getan, nur das nicht. Das heißt also, das ist eines der ärgerlichsten und schlimmsten Probleme, die wir in der Konstruktion im europäischen Binnenmarkt heute haben. Ich finde eine sehr gute Herangehensweise, die betreiben Frankreich, interessanterweise sogar die USA und Deutschland gemeinsam zu sagen, wir brauchen weltweit eine Art von Mindestbesteuerungsziel für Unternehmensgewinne. Und häufig, wenn man das in der Zeitung liest, dann denkt man, okay, das wird ja nie was. Denn ja, das habe ich bis eben auch gedacht. Irgendwelche Steueroasen sagen, ja, da machen wir halt nicht mit. Der Clou ist, wenn Sie das in einer sehr nennenswerten Zahl von Ländern vereinbaren und sich dann darauf einigen, dass bei den Ländern, die nicht mitmachen, Sie Abwehrmechanismen in Gang setzen können, dann können Sie sich besser wehren als heute gegen unfairen Steuerwettbewerb, nämlich die Differenz zwischen der vereinbarten Minimalbesteuerung und das, was bestimmte Steueroasen tatsächlich machen, ohne sich in eine Art von globalen Chaos zu bewegen, wo jeder dem anderen irgendwie die Steuerbasis, also das zu versteuern, Gewinne wegnehmen will. Und das ist ein wichtiger Teil im Übrigen der politischen Agenda meines Ministers. Nur, dass viele Leute das so lesen, es geht nur darum, Mindeststeuern zu erreichen. Aber die Wahrheit, es geht darum, in einer großen Einheitlichkeit von vielen Ländern Mindeststeuern zu erreichen, um dann bei Ländern, die nicht mitmachen, sehr gezielt auch die Abwehrmechanismen, die wir brauchen, in Gang zu setzen. Jetzt habe ich leider das Umsatzsteuerkartell noch nicht behandelt, aber das ist ein grundsätzliches Problem. Wenn Sie Umsatzbesteuerung haben, dann können Sie sich, wenn Sie exportieren, die Umsatzsteuer erstatten lassen. Genau, und das sind diese Karusselle. Und wenn Sie da findig sind, dann können Ihnen immer wieder Arten einfallen, wie sie dann den Staat dazu bringen, ihnen allerlei Sachen zu erstatten.
Und dann plötzlich merkt der Staat, aber an anderer Stelle hätte es mir wieder gezahlt müssen, wenn nämlich was importiert wird, dann muss der Staat die Mehrwertsteuer erheben. Und wenn das aber nicht vernünftig geschieht und dann plötzlich die Firmenhülle, die sie da haben, pleite ist, der Staat also nicht mehr findet, dann können irgendwelche Ganoven mit erstatteter Umsatzsteuer sich auf den Staub machen. Es gibt eine ganz interessante Idee, dann habe ich im Parlament auch mal gearbeitet, es gibt ja diese, ich weiß nicht, ob Sie mal gehört haben von der Bitcoin. Das ist eine hochproblematische Geschichte. Aber die Technologie, die dahinter steckt, ist ganz interessant. Die erlaubt es ihnen nämlich, digitale Transaktionen, wo man ja immer Angst haben muss, dass irgendjemand zwischendurch reinfuscht und fälscht und ich weiß nicht was, die erlaubt es, digitale Transaktionen glaubwürdig zu machen, so zu machen, dass man da Vertrauen haben kann. Einige Leute vertrauen dann sogar in die Bitcoin, würde ich Ihnen abraten. Aber mit dieser Technologie, das heißt die Blockchain-Technologie, könnten Sie mehrwertsteuerrelevante Transaktionen viel besser verfolgen als heute. Und wenn Sie das europaweit einführen würden, dann könnten Sie sogar dieses schreckliche Problem, wo wir immer wieder hecheln da hinterher, dann kommen wir auf irgendwie einen Dreh, finden wir raus, legen denen das Handwerk, die sind ja kreativ, dann denken sie was Neues aus. Wenn wir aber diese Technologie oder was Ähnliches zum Einsatz brächten, ich glaube, dann könnten wir dieses Thema endlich mal abschließend lösen. Gut. Danke sehr. Ich wollte Ihren schwungvollen Vortrag nicht unterbrechen, aber bitte nach wie vor um Kürze. Ja, verzeihung. Hier waren drei, es gibt nämlich noch eine Menge Wortmeldungen. Hier waren Sie vorne, dann der Herr in Rot und Sie da hinten und Sie habe ich gesehen. Aber jetzt erst hier die drei und dann Sie und Sie. Ja, also eines der größten, Skandale, was die Menschen allgemein wirklich stört und aufregt, ist, dass die großen Konzerne Google, Amazon, Facebook, Microsoft und so weiter in Deutschland riesige Umsätze machen, auch die Infrastruktur in massenhafter Form beanspruchen, angefangen von den Straßen und der Kommunikation. Und dass die nicht Steuern zahlen, grob gesagt, oder dass immer wieder neue Tricks gemacht werden. Und die einzige Person, vor die sie sich in Silicon Valley mittlerweile fürchten, ist die Kommissarin aus Dänemark, Margrethe Vestager. Und ich bin sehr dafür, dass die diesen Job bekommt, weil vor der haben sie wirklich Angst und die hat auch was erreicht. Es ist klar, diese gigantischen Entzug oder Raubzug kann nur europäisch bekämpft werden. Das heißt, auch Europa muss sich viel stärker die Muskeln spielen lassen, um sich überhaupt zwischen Amerika und China und diesen Global Players die Frage ist, wie kann man dafür sorgen, dass die Leute Steuern zahlen, die auch in Deutschland ankommen? Das ist die 100.000-Dollar-Frage, das stimmt. Jetzt hier der Herr mit dem Rot. Ja. Ja, das sollte eigentlich auch keine Frage werden, aber ganz kurz. Ich habe im Fernsehen gesehen, dass in Italien Fachkräfte für Pflegeberufe, Krankenpfleger, ausgebildet werden. Das ist ein Studium. Die bekommen in Italien junge Leute, gut ausgebildete junge Leute, bekommen in Italien keinen Job. Die Krankenhäuser sind pleite. Da werden dringend Pflegekräfte gebraucht. Diese Pflegekräfte werden im großen Stil hier in Hamburg in Krankenhäusern angeheuert. Die Leute kommen hier hin, kriegen hier Heimweh, machen hier ihre Arbeit. Wie kann man sowas Perverses abstellen? Mhm, danke. Und Sie dorthin. Ich war ja hier vorher. Nee, hier. Du stehst direkt davor, oder? Nee, der Herr mit dem blauen Hemd. Ach, Sie hatten sich schon auch gemeldet? Ja, Entschuldigung, dann sind Sie gleich dran. Okay, ich habe eine Frage. Wenn die privaten Haushalte sparen, die Unternehmen sparen, weil sie nicht mehr investieren, weil es keine Löhne mehr gibt, weil es keine Nachfrage gibt. Und die SPD jetzt auch sagt, die schwarze oder in dem Fall vielleicht dann die rote Null steht, dann kann sich doch nur noch das Ausland verschulden. Wenn wir das nicht wollen, wer soll es denn tun? Vielen Dank für diese Frage, vielen Dank. Also das war im Grunde genommen die Frage, die Sie gerade gestellt haben zu Microsoft, Google und so weiter, zu den Konzernen, Digitalsteuer. Das war eigentlich, hatten Sie eigentlich im Grunde genommen gerade ja schon schwungvoll mit beantwortet. Vielleicht möchtest du? Mit der Mindestbesteuerung, natürlich. Möchtest du, Ulrike, dazu? Ich kann dazu. Nee, jetzt soll er nochmal sagen. Nur zu, aber ich kann dazu auch gerne noch was sagen. Nee, hier. Also das Erste, Sie haben recht, Frau Vestager macht einen guten Job.
Aber ihr Instrumentarium, nur dass sie wissen, was sie kann und was sie eben nicht kann. Ihr Instrumentarium ist dadurch begrenzt, dass sie Ländern wie Irland nicht vorschreiben kann, wie hoch dort die Unternehmensbesteuerung zu sein hat. Der Dreh, den sie gefunden hat, und das finde ich ganz wunderbar, ist, dass sie gesagt hat, Moment einmal, ihr in dieser Niedrigsteueroase Irland, euer Bäcker zahlt schon wenig Steuern, wenn er Gewinne macht. Aber Apple, wenn die Gewinne machen, zahlen so gut wie gar nichts. Da gebt ihr doch der Firma Apple, in der Europasprache nennt man das Beihilfe, eine Art von Subvention, einer unfairen Subvention im Vergleich zu eurem Bäcker. Und jetzt müsst ihr gefälligst wenigstens von Apple das verlangen, was ihr vom Bäcker in Irland verlangt. Und das schafft Frau Vestager und ich finde das gut. Und Irland sträubt sich mit Händen und Füßen, die wollen also diesen zweistelligen Milliardenbetrag gar nicht haben. Aber das ist eine kuriose Geschichte, aber das ist die Situation. Was Frau Vestager nicht erreichen kann, ist, sie kann das irische Parlament, die irische Regierung nicht dazu zwingen, ihre Steuern zu erhöhen. Sie kann lediglich dazu zwingen, dass nicht mehr in Irland die Multinationalen noch viel günstiger behandelt werden als die lokalen Unternehmen. Also das ist wichtig, dass man einfach als, zum Verständnis, dass man weiß, was kann die Kommission heute machen und was kann sie heute nicht machen. Und das heißt, sie kann einen Beitrag leisten, dass das Problem gelöst wird, aber so richtig lösen kann sie es nicht. Jetzt gibt es eine fundamentale Frage, die Sie aufgeworfen haben, die man natürlich abendfüllend behandeln kann, aber ich werde es versuchen, einigermaßen kurz zu machen. Wenn Sie jetzt ein Produkt herstellen, dann können Sie sagen, der Gewinn entsteht da, wo Sie es herstellen. Sie können aber auch sagen, der Gewinn entsteht da, wo Sie es verkaufen. Wenn Sie jetzt einigermaßen ausgeglichene Leistungsbilanzen haben. Genau. Und wenn Sie jetzt einigermaßen Symmetrie haben in der Profitabilität von Betrieben, dann ist das weltweit nicht so wichtig. Aber was Sie nicht machen können, Sie können nicht sagen, wir besteuern jetzt einige Betriebe gar nicht. Also weder da, wo Sie herstellen, noch da, wo Sie verkaufen. Und einige Betriebe doppelt. Also da, wo Sie hergestellt haben, wird Steuer erhoben und da, wo Sie verkauft haben, wird nochmal erhoben. Und das ist der Grund, warum wir uns international koordinieren müssen darauf, auf Regeln, wie sehr besteuern wir da, wo hergestellt wird und wie sehr besteuern wir da, wo verkauft wird. Und der Ansatz, den wir verfolgen in der Bundesregierung, ist dieser Mindestbesteuerungsansatz, wo wir sagen, wir wollen keinen fundamentalen Übergang von einer Besteuerung, die wir heute haben, wo wir den Ort der Produktion eigentlich als Ausgangspunkt nehmen, hin, mit Ausnahmen, dass dann die Iren irgendwie sagen, wir machen da eine Patentbox hin und dann sind es die Patente gar nicht die Produktion, aber das bekämpfen wir ja zunehmend, und nicht einen fundamentalen Übergang zum Ort, wo die Dinge konsumiert werden. Jetzt ist aber eine Schwierigkeit, und deshalb reden wir so viel über Digitalkonzerne, dass es sehr, sehr schwierig ist zu wissen, ob wenn ich jetzt eine gratis Google-Dienstleistung nutze, ob ich Teil der Produktion bin, indem ich denen meine Daten gebe, oder ob ich Teil des Konsums bin, indem ich sage, naja, ich nutze es halt hier. Mhm. Und das ist ein ganz grundlegendes Problem. Und dieses grundlegende Problem, dem müssen wir uns, wenn wir diese globale Mindestbesteuerung nicht hinbekommen, unglaublich intensiv widmen. Und da wird es gigantische internationale Koordinationsprobleme geben, weil es auf diese Frage, ist das jetzt Produktion oder ist das Konsum, keine ganz klare, einfache Antwort gibt. Und deshalb ist also aus meiner Sicht ein vernünftiger Weg zu sagen, wir versuchen das jetzt mit der globalen Mindestbesteuerung. Da könnte vieles so bleiben, wie es ist, aber weniger Schweinereien würden passieren und wir könnten die Schweinereien, die dann noch passieren, besser bekämpfen. Wenn das aus irgendwelchen Gründen scheitert, dann geht es gar nicht anders. Dann werden wir eine Art von Spezialsteuerregime für digitale Unternehmen einführen müssen. Einige Länder haben das schon getan, merken jetzt aber zunehmend, wie kompliziert das ist. Und dann werden wir auch eine Art von internationaler Fragmentierung haben, weil wir uns nicht einig sein werden, ist das Unternehmen da schon vernünftig besteuert werden oder muss es dann irgendwie zweimal besteuert werden, auch noch an einem anderen Ort der Produktion. Da sehen Sie, da tun sich dann viele Fragen auf. Auch das könnte man machen,
wäre aber aus meiner Sicht nicht der beste Weg. Es kann aber sein, dass wir am Ende in diese Richtung gehen. Also Sie sehen, es ist ein reichhaltiges, ein komplexes Thema, was auch daran krankt, dass selbst mein Minister, ich bin daran nicht so geübt, Schwierigkeiten hätte, das in 20 Sekunden im Fernsehen zu sagen. Gut. Die nächste Frage war italienische Krankenschwestern, Pflegekräfte Hamburg, also der europäische Arbeitsmarkt. Eine kurze Antwort, bitte. Ja, also erst einmal, es ist gut, dass wir in Deutschland und in Europa... Verzeihung. Nee, ist gut. Nein, ist alles gut. Alles gut, machen Sie weiter. Dass wir es Leuten erlauben, dahin zu gehen, wo sie Arbeit finden können. Und wenn wir hier so in einer Stadt wie Hamburg sind, viele Leute, die in Hamburg sehr gut arbeiten und viel tun für die Gesellschaft, sind nicht in Hamburg geboren. Und das ist okay. Das ist nicht grundsätzlich was Schlimmes. Schlimm wird es dann, wenn in bestimmten Bereichen, zum Beispiel mit Steuerzahlergeld, mühsam Leute ausgebildet werden, aus irgendwelchen Gründen, das ist aber durchaus auch ein Staatsversagen vor Ort, es ist jetzt keineswegs so, dass Italien eines der ärmeren Länder der Europäischen Union wäre, aber es ist ein Land mit durchaus auch Problemen im Innern des Landes, wenn da also die Leute ausgebildet werden, der Gesundheitssektor nicht gut organisiert ist und dann die Leute zu uns kommen und die Kranken dann in Italien ein Problem haben. Das heißt, die erste Antwort ist, die Leute, die sagen, grundsätzlich dürfen Menschen nicht dahin ziehen, wo die Jobs sind, die machen Fehler. Das ist ökonomisch falsch. Aber die Leute, die sagen, sowas kann doch nicht sein, das macht doch Europa kaputt, haben trotzdem recht. Gut, vielen Dank. Die letzte Frage war, was passiert eigentlich, wenn alle sparen? Ja, klang vielleicht ein bisschen kompliziert, aber diese Frage hat absolut ins Zentrum gezielt und betrifft auch jeden von Ihnen. Also, denn das ist genau das Problem. Also im Augenblick ist es so, dass in Deutschland alle sparen. Also die privaten Haushalte sparen in der Summe. Also es gibt natürlich Leute, die auch eine Hypothek aufnehmen, um ein Haus zu kaufen oder so, aber in der Summe sparen die privaten Haushalte, um fürs Alter vorzusorgen, falls die Kinder eine Ausbildung brauchen und so weiter. Neu ist, aber das ist jetzt auch schon seit ungefähr 20 Jahren festzustellen, die Unternehmen in der Summe sparen auch. Das heißt, sie finanzieren ihre Investitionen letztlich aus der Portokasse. Und dann haben wir eben einen Staat, der auch sparen will. Das heißt, schwarze Null. So, aber dann haben wir ein Problem. Wenn alle ihr Geld permanent aufs Konto räumen, dann fehlt ja die Nachfrage. Das heißt, das bedeutet für Sie alle, dass Sie denken, Sie hätten auf Ihrem Konto Geld. Sie sehen da irgendeine Nummer. Aber in Wahrheit gibt es dafür keinen Gegenwert. Das ist reine Fiktion. Nicht? Also, sondern eine Volkswirtschaft kann nur funktionieren, wenn man ungefähr genauso viel investiert, wie woanders gespart wird. Aber in Deutschland will ja niemand investieren, es wollen nur alle nur sparen. Und dass es da ein fundamentales Problem gibt, sieht man besonders klar und eindeutig und ganz schnell bei den Lebensversicherungen. Ich will jetzt nicht fragen, wer von Ihnen eine Lebensversicherung hat. Ich nehme an, das hat ja irgendwie jeder. Und Sie wissen ja, wie so ein Ding funktioniert. Sie sparen jedes Monat bei dieser Lebensversicherung, indem Sie da diese Prämie zahlen. So, jetzt kommen diese ganzen Milliarden bei der Lebensversicherung an. Und die Lebensversicherung darf aber nicht überall anlegen. Denn es soll ja sicher sein. Das heißt, die können ein bisschen Immobilie machen, die können ein bisschen Aktien machen, aber nicht alles. Sondern die Idee ist, die Lebensversicherung soll beim Staat anlegen. Der ist ja sicher. Jetzt will der Staat aber eine schwarze Null haben. Das heißt, was soll denn die Lebensversicherung machen mit ihrem Geld? Ja, das fragt sich jede Lebensversicherung in Deutschland. Das Ergebnis ist eben, das hat ja, wurde ja schon sehr schön von Herrn von Weizsäcker angesprochen, die Zinsen sinken. Nicht? Das ist eigentlich ein Beispiel dafür, dass zu viel Geld da ist und zu wenig investiert wird. Mhm. Und um das nochmal ganz klar zu machen, also wenn der deutsche Staat nicht investiert, dann sind demnächst alle Lebensversicherungen in Deutschland pleite. Und wie verzweifelt die Lebensversicherungen schon sind und andere Anleger oder Finanzanleger, sehen Sie daran, das muss man sich mal klar machen, der deutsche Staat muss im Augenblick, das habe ich heute extra nachgeguckt, für einen 30-jährigen Kredit, 30 Jahre lang, muss er 0,5% Zinsen zahlen. Sie alle wissen, dass die Inflation höher ist. Das heißt, der Realzins ist negativ für 30 Jahre. Das heißt, dem deutschen Staat wird das Geld hinterhergeschmissen und wir haben einen Finanzminister, der sagt, nein, nein, danke, ich mache schwarze Null. Und es ist jetzt nicht so, dass es...
hier keine wirklich wichtigen Investitionsprojekte gäbe. Darüber haben wir ja auch schon die ganze Zeit gesprochen. Ich nenne nur ein Beispiel, weil das demnächst auch in der Taz steht. Nicht von mir geschrieben, aber habe ich schon mal gelesen. Und fand ich ein super Beispiel, nämlich der Brenner-Basistunnel. Das ist ja an sich eine gute Idee, dass die Lastwagen nicht alle über den Brenner fahren sollen, sondern es soll einen Zug geben, der unten durchfährt durch die Alpen. Und die Österreicher und die Italiener, auch die Italiener, obwohl sie ja so arm sind, investieren schon in diesen Brenner-Basistunnel. Das Einzige, was leider fehlt, ist die Nordanbindung aus Deutschland. Denn es ist ja klar, dass man jetzt die Güter nur auf die Schiene stellt, wenn die nicht nur schnell durch den Brenner kommen auf der Schiene, sondern die ganze Zeit schnell auf der Schiene rollen können, aber die Schnellstrecke aus Deutschland fehlt. So, leider kein Geld da, dann jetzt haben wir die kuriose Situation, der Brenner-Basistunnel wird 2028 fertig sein und die Nordstrecke aus Deutschland, wenn wir viel Glück haben, 2038. So, und das ist doch Quatsch. So, und wenn man doch das Geld als Staat umsonst kriegt. Und wie gesagt, wenn nicht investiert wird, ist Ihr Geld auf dem Konto sowieso weg. Mhm, danke. Jetzt noch drei Fragen und dann noch eine Schlussrunde. Ich würde gerne zu diesem letzten Punkt etwas sagen, weil man ja manchmal so tut, da passiert. Aber kurz. Kurz. Manchmal tut man ja so, als sei das Problem, dass der Staat nicht investiert. Wir haben gerade eine Verhandlung mit der Deutschen Bahn. Da geht es um die Frage, ob man die Vereinbarung mit der Deutschen Bahn, statt dass man sie über 5 Jahre macht, das nennt sich Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung, nicht über 10 Jahre macht und im Übrigen sagt, wir stocken da tüchtig mit Geld auf, damit also wirklich, wer viel Bahn fährt, der weiß, die Bahn ist im Moment nicht im besten Zustand. Da gibt es also durchaus einen gewissen Bedarf, also auch jenseits des Brenner-Basistunnels. Nur wenn man jetzt irgendwie plötzlich, wenn man morgen aufsteht und sagt, jetzt finden wir nochmal 5 Milliarden, dann gehen ja die Probleme nicht weg. Denn da muss ja dann tüchtig gebaut werden. Im Moment ist die Bauwirtschaft extrem gut ausgelastet. Dann gibt es vielleicht irgendwelche, also der Grund, dass das in Bayern nicht vorangeht mit der Strecke zwischen Rosenheim und Kufstein, das ist ja nicht in erster Linie, dass kein Geld da ist, sondern dass es da heute schon eine schwarz-grüne Koalition gibt von Leuten, die unbedingt verhindern wollen, dass sich da irgendwas ändert, weil ja irgendwie Zugstrecken was gefährlich sind. Ähnliche Probleme haben sie im Übrigen bei der Energiewende mit dem Ausbau von Netzinfrastrukturen. Also da muss man sich auch ein bisschen überlegen, was man will im Leben. Das ist also nicht nur eine Finanzfrage, aber wenn Sie mit einem etwas längeren zeitlichen Horizont, also nicht 5 Jahre, sondern 10 Jahre, wo Sie sagen können, da kriegen Sie die Planung hin, da kriegen Sie einen Zuwachs an Kapazität in der Bauwirtschaft hin, übrigens zum Teil auch Bauwirtschaft aus anderen Ländern Europas. Das ist auch in Ordnung, wenn unsere so ausgelastet ist und die da vielleicht nicht so. Dann haben Sie die Chance, dass Sie in einem solchen Horizont nicht irgendwie immer negativere Zinsen haben, sondern haben Sie die Chance, dass das für sinnvolle langfristige Investitionen, die Deutschland voranbringen, die Deutschland modernisieren, ob das Verkehr ist, ob das die Energiewende ist, ob das die Digitalisierung ist, in einer Art und Weise, die uns voranbringt und auch Europa. Das ist ja das Schöne. Manchmal wird ja so getan, als müssen wir jetzt investieren für Europa. Wenn ich früher, jetzt bin ich ja nicht mehr Politiker, okay, jetzt höre ich auf. Okay. Aber wir sollten eine kurze Zusammenfassung, was Herr von Weizsäcker gesagt hat, ohne es so deutlich zu sagen, er ist gegen die schwarze Null von seinem Finanzminister. Ist doch so. Noch 3 Fragen. Hier vorne war eine Wortmeldung, dort hinten in der vorletzten Reihe und da außen. Und bitte, ich bitte nochmal um Kürze. Hört man mich? Ja. Also eine Frage an den Herrn von Weizsäcker. Die Umsatzsteuer-Karussellgeschäfte sind ja jetzt schon illegal und im Grunde genommen die Praktiker geben alle 3 Monate ihre zusammenfassende Meldung ab. Ich sehe da eher das Problem, dass die Finanzverwaltung das nicht hinkriegt, irgendwie zu kontrollieren. Wir haben an vielen Stellen Reverse Charge und was weiß ich nicht alles. Da muss man jetzt, finde ich, auch die Schuld da suchen, wo sie ist, in der Wilhelmstraße. Wir haben allerdings ein zweites Thema gehabt, und zwar dieses ertragssteuerliche Problem mit dem Besteuerungssubstrat, dass wir da erzielen wollen, wo die Leistungen erzielt werden oder verkauft werden. Mhm.
Wir haben ja lange darüber geredet, dass die Leistungen von Deutschland insgesamt ins Ausland gehen. Wir haben einen Exportüberschuss. Wenn wir jetzt das Besteuerungssubstrat da suchen, europaweit, wo die Leistung verbraucht wird, was ja normalerweise mit der Umsatzsteuer schon erfolgt, dann ist natürlich auch das Besteuerungssubstrat im Ausland. Also bricht uns Besteuerungssubstrat weg. Was wollen Sie denn machen? Wollen Sie dann noch die Steuern erhöhen, auch bei uns? Oder wie wollen Sie das dann lösen? Gut, vielen Dank. Dann war, ja, da, genau, der Herr und da hinten, ja. Bitte. Ja, könnte schon im Prinzip eine Abschlussfrage sein, weil es noch was ganz anderes ansprechen könnte. Erstmal möchte ich Danke sagen für die klasse Diskussion. Ich habe sogar fast alles verstanden. wir haben ja viel über europäische Staaten und auch die USA gesprochen als wichtige handels- und auch politische Partner von Deutschland. Einen haben wir noch gar nicht angesprochen. Da würde mich kurz interessieren von den beiden Experten die Einschätzung, wie geht es weiter mit dem Brexit? Oh je. Okay. Oh Gott. da gibt es keine kurze Antwort. Ja, hier vorne, der Herr da in der Reihe, genau. Ja, Andreas Zech aus Flensburg. Was Sie bisher noch gar nicht angesprochen haben, war die Rolle der Finanzmärkte. Mhm. Also in Ihrer Diskussion war es ja immer so, dass die Finanzmärkte eigentlich mit einer der Ursachen für diese Finanzkrisen gewesen sind. Und man hat ja Ende der 90er Jahren doch massiv auch die Banken liberalisiert unter Schröder und Fischer. Und die Frage ist, muss man diese Liberalisierung nicht wieder regulierend zurücknehmen, dass die Staaten oder auch die Staatengemeinschaft wieder mehr Steuerungsfunktion bekommen? Und wenn ich jetzt höre, dass Herr Scholz sagt, die Deutsche Bank, die an diesen Krisen ja nicht ganz unbeteiligt war, soll mit der Commerzbank fusionieren, um wieder ein großes Monopol zu schaffen oder ein systemrelevantes Bankhaus, müssen wir da nicht eigentlich, muss nicht die Politik eigentlich drüber nachdenken, die Finanzmärkte so zu regulieren, dass sie eigentlich wieder Dienstleister für den Gütermarkt werden und nicht umgekehrt. Mhm, vielen Dank. Ein Riesenthema. ja, Herr von Weizsäcker, eine kurze Antwort nochmal. Es ist wahnsinnig kompliziert, dieses Steuerthema. Das ja, also war die Frage, nochmal Konsum, Produktion, Steuer, wie geht das mit den Digitalkonzernen besteuern? Also bei Steuer kann ich sagen, ich bin zwar jetzt nur seit 4 Monaten im Finanzministerium, aber mir ist da bisher noch niemand begegnet, der nicht Steuern einsammeln will. Und also die manchmal beschweren sich ja auch Leute darüber. Meine Bitte wäre, wenn Sie einen guten Vorschlag haben, wie wir noch ein bisschen schneller und noch ein bisschen besser diesen Umsatzsteuerkarussellen beikommen, dann schreiben Sie mir eine Mail. Kommen Sie auf mich zu, Sie kriegen meine Karte. Ich bin daran hochinteressiert und ich kann Ihnen versichern, ich bin jetzt nicht der Chef der Steuerabteilung, aber meine Kollegen in der Steuerabteilung wären das auch. Also ich kann Ihnen sagen, es liegt nicht am mangelnden Willen. Aber es ist ein schwieriges Problem und ich will nicht ausschließen, dazu reden wir ja miteinander, dass Sie eine schlaue Idee haben und dann will ich die wissen. Die könnte milliardenwert sein. Also bin sehr dafür. Okay. Das Zweite ist, Sie haben vollkommen recht. Wenn Sie sich überlegen, was ist der Grund, Sie haben ihn ja genannt in Ihrer Frage, was ist der Grund, dass Olaf Scholz etwas lieber diese Mindeststeuerlösung will? Das ist nicht nur die Komplikation, die sich daraus ergäbe, wenn man jetzt sagen würde, man will in dem Land, wo verkauft wird, besteuern, sondern das ist auch eine ganz nüchterne Rechnung. Global betrachtet wäre für Deutschland eine Steuer, wo der Gewinn besteuert wird, an einem Ort, wo der Absatz stattfindet, weniger ertragreich als ein Ort, als eine Steuer am Ort, wo die Produktion stattfindet. Und das ist in dem Fall, weil es eben eine für alle vernünftige Lösung wäre mit dieser Mindestbesteuer, ich würde sagen, auf eine gute Art im wohlverstandenen deutschen Eigeninteresse. Okay. Und das haben Sie mit Ihrer Frage zum Ausdruck gebracht. So, dann möchte ich von Ihnen 2 Sätze zum Brexit. 2, nicht mehr. Ulrike. Kommt nicht. Aha, da muss dann doch noch einen mehr. Also, ich meine, vielleicht, aber selbst das halte ich inzwischen für ausgeschlossen, vielleicht treten die Briten aus, aber bisher sind sie ja sogar noch drin. Aber falls sie austreten sollten, womit ich nicht rechne, werden Sie hinterher eine Lösung haben, die faktisch so ist, als wären Sie im Binnenmarkt.
weil alles andere eben Wahnsinn ist. Okay. Aber womit ich rechne, ist, dass es irgendwie zu einem zweiten Referendum kommt und dann die Remainers die klare Mehrheit haben. Okay, danke. Herr von Weizsäcker. Ergänzend, der Brexit zeigt, wie viel Europa wirtschaftlich wert ist. Das ist ja etwas, was man nicht so sieht. Ich habe vorhin den Binnenmarkt erwähnt. Und mit dem Brexit sieht man es auf einmal. Als der Brexit beschlossen wurde durch diese Abstimmung, ist im Umfeld dieser Entscheidung das britische Pfund um 10-15% gefallen. Und das heißt, in Euro ausgedrückt sind die Briten alle miteinander um 10-15% ärmer geworden. Und das ist ein relativ gutes Maß dafür, was man wirtschaftlich, und die Europäische Union ist nun weit mehr als Wirtschaft, aber diese unsichtbare, der unsichtbare Mehrwert Europas für unsere Prosperität ist damit auf einmal mit diesem fürchterlichen Experiment, das ist ein Riesenfehler, messbar geworden. Und das ist der Grund, warum ich hoffe, dass Ulrike Herrmann recht hat. Denn erstens würden die Briten, wenn sie nicht zumindest im Binnenmarkt bleiben, wahnsinnig viel Wohlstand für sich vernichten. Und zweitens, sollte man nicht verschweigen, sie würden auch ziemlich viel Wohlstand bei uns vernichten. Okay, danke sehr. Wir hatten noch die letzte Frage, die sehr groß war. Da ging es um die Regulierung der Finanzmärkte und die Frage, ob es denn eine wirklich kluge Idee von Scholz war, mit der Commerzbank und der Deutschen Bank, die ja inzwischen gescheitert, eine neue Riesenbank zu schaffen. Also, auch kurz, ich weiß, das geht eigentlich nicht, aber auch eine kurze Antwort auf die Frage, wie sieht es aus mit der Regulierung der Finanzmärkte, ist da genug passiert? Also nur mal kurz zur Deutschen Bank. Also die Idee war, also man muss sich klar machen, dass die Deutsche Bank in extremer Gefahr ist. Und die Idee war eigentlich bei dieser Fusion, dass man mit der Commerzbank, die etwas gesünder ist, wollte man eigentlich die dramatisch unterkapitalisierte und gefährdete Deutsche Bank irgendwie retten. So, jetzt ist diese Fusion, hat nicht stattgefunden, das heißt, die Deutsche Bank schwankt alleine weiter. Und das Problem, das man bei der Deutschen Bank hat, ist, dass das Investmentbanking in London zu groß, zu teuer, zu riskant und vor allen Dingen komplett unkontrolliert ist. Die Zentrale in Frankfurt hat London nicht im Griff. Aus meiner Sicht wäre es so, man müsste dringend dieses Investmentbanking in London abstoßen. Dann wäre von der Deutschen Bank allerdings nicht mehr viel übrig. Wäre aber immer noch besser, als dieses Investmentbanking zu behalten. Das geht aber nicht, solange Herr Achleitner der Chef im Aufsichtsrat ist. Damit Sie das Drama so ein bisschen sehen, also Sie denken vielleicht alle, die Deutsche Bank wäre eine Bank, die dazu da ist, Kredite an normale Leute zu vergeben, Unternehmen oder Leute, die ein Haus bauen wollen. So ist es nicht, sondern das habe ich heute auch nachgeguckt. Also die Deutsche Bank hat im Augenblick eine Bilanz von 1,3 Billionen, da sehen Sie schon, ein Riesenteil. Und davon sind 320 Milliarden Derivatgeschäfte. Das sind reine Wetten, die etwas übertrieben, aber es ist nur etwas übertrieben, niemand braucht. Das heißt, diese ganze Deutsche Bank ist eine einzige Zockerbude. Wenn man sich das weiter anguckt, nämlich was machen Sie, dann gibt es ja auch Kreditgeschäft, wo gehen die Kredite hin? Stellen Sie fest, wieder nicht an Leute, die Häuser bauen und Unternehmen, sondern das Hauptkreditgeschäft der Deutschen Bank ist, Kredite an andere Banken zu vergeben. Was nichts anderes bedeutet, als dass man ständig Geld schöpft, um damit zu spekulieren. Und sowas braucht man nicht. Also aus meiner Sicht kann man auf die Deutsche Bank verzichten. Das ist jetzt aber sozusagen eine analytische Sicht. Die Politik, das ist dann das Problem von Herrn Scholz, hat ja damit zu tun, dass da Tausende von Menschen arbeiten, dass ganz Frankfurt daran hängt. Und da kann man natürlich nicht einfach sagen, machen wir jetzt mal zu die Bude, nicht? Aber das wäre aus meiner Sicht eigentlich die Lösung. Aber jetzt kommt Herr von Weizsäcker. Also ich glaube, eine Sache, die das erlaube ich mir jetzt doch den Hinweis. Ich habe Ihnen vorhin geschildert, wie jemand von der Vorgängerregierung, wo er noch nicht Finanzminister war, ein Problem geerbt hat, nämlich bei der Deutschen Bahn. Und sich jetzt anschickt, dieses Problem zu lösen, im Übrigen mit viel Geld. Und die Reaktion ist nicht zu sagen, super, jetzt macht es endlich mal jemand, sondern die Reaktion ist zu sagen, ach, das ist doch der mit der schwarzen Null. Und wenn man sich das mal durchrechnet, wir reden hier über die nächsten 10 Jahre, über sehr, sehr substanzielle Summen,
Und man könnte jetzt eine Detaildiskussion über die Natur der Schuldenbremse führen. Aber das ist genau das Gegenteil von irgendwie ein Land kaputt sparen, sondern das ist, dass man ein Land in Ordnung bringt. Und etwas Ähnliches kann man über den Bankensektor sagen. Ich meine, Sie haben ja, wir sind hier in Hamburg, Sie haben sicher mal was gehört von der HSH. Oh. Sie haben vielleicht auch mal in der Zeitung, Sie haben vielleicht auch mal in der Zeitung gelesen von der Nordlandesbank, die gerade entsetzliche Probleme hat. Sie haben vielleicht mal vor ein paar Jahren gelesen von der Sächsischen Landesbank. Sie haben gelesen von den Problemen der Deutschen Bank. Sie haben, ich meine, einer der Gründe, warum die Bundesregierung bei der Commerzbank überhaupt eine Rolle spielt, ist, weil wir die mal retten mussten. Und eines der großen Probleme ist, dass wir zwar ganz groß waren, nicht zuletzt in der letzten Regierung, zu sagen, ihr in Italien, ihr habt euren Bankensektor nicht im Griff und es ist alles schrecklich. Wir waren überhaupt nicht groß darin, unsere eigenen Probleme in Ordnung zu bringen. Ja, völlig richtig. Und ich bin heilfroh, dass man sagt, so kann das nicht weitergehen. Und es gab ja so die Theorie, es geht darum, irgendwelche Fusionen zu veranstalten. Das ist aber gar nicht der Punkt, sondern es geht darum, Probleme, die nicht gelöst wurden. Und genau. Es gab 10 Jahre Zeit, ich meine, die große Krise ist 10 Jahre eher, die endlich mal in den Griff zu bekommen. Und darum geht es. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man, man kann natürlich dann immer sagen, okay, ihr habt auch mal dereguliert, das stimmt. Allerdings den Big Bang hat Frau Thatcher in London veranstaltet. Ich glaube nicht, dass das zu was führt. Was zu was führt, ist insbesondere auch bei uns genau hinzuschauen, wo sind unsere Probleme, zum Beispiel im Bankensektor, wo sind unsere Probleme, zum Beispiel in der Infrastruktur, und sie dann in den Griff zu bekommen. Und wissen Sie als Hamburger mehr als ich, aber ich glaube, Sie haben damals einen Bürgermeister gehabt, der die Probleme angegangen ist und mit viel Liebe auch zum Detail Wohnungen gebaut hat und andere Dinge getan hat. Können Sie sagen, war für Sie nicht so wichtig. Aber ich arbeite für jemanden, wo ich merke, der hat einen Sinn dafür, die Probleme anzugehen. Gut. Und die Probleme sind gigantisch. Und Sie haben recht. Die Probleme sind nicht gelöst, sie sind zum Teil nur verlagert, zum Teil auch eben außerhalb von dem Bankensektor verlagert. Es gibt also, was die Regulierung des Finanzsektors angeht, viele Dinge, die wir noch angehen müssen. Ich habe 4,5 okay. Jahre im Europaparlament genau damit verbracht. Gut. Vielen Dank. Dann eine Schlussfrage. Also wir haben ja jetzt wirklich so in so sehr weiten Kreisen, aber irgendwie doch immer auf das Thema zurückgekommen. Ist Deutschland schuld? Also ist Deutschland schuld an den Schulden der anderen? Die Frage am Ende kurz, was muss Deutschland tun, 3 Sachen, um die EU zu stabilisieren? Was sind die 3 wichtigen Sachen, die Deutschland tun muss? Herr von Weizsäcker. Also die erste wichtige Sache, die wir tun müssen, wir müssen insgesamt Europa stärken. Das gilt für die Eurozone, das gilt für die Regulierung des Finanzsektors, das gilt, aber das ist ganz, ganz wichtig für die Frage, was sind eigentlich im 21. Jahrhundert die Dinge, die wir dringend endlich zusammen machen müssten, statt weiter national. Mhm. Da geht es zum Beispiel um die Frage, können wir es endlich mal machen, dass wir den humanitären Umgang mit Flüchtlingen und den Schutz der Außengrenze echt europäisch organisieren? Da geht es um die Frage, macht das Sinn, eine Bundeswehr, die offenbar sehr viel Material hat, was nicht funktioniert, weiter irgendwie als nationalen Gedanken voranzutreiben, und alle anderen Länder macht das auch, ziemlich teuer, funktioniert nicht wahnsinnig gut, oder sollten wir nicht endlich Sicherheitspolitik europäisieren? Ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt, ich habe mal bei der Weltbank gearbeitet, ist die Frage, macht es Sinn, weiterhin unsere Entwicklungspolitik national zu betreiben? Nein, wahrscheinlich nicht. Ich meine, viele Länder in Afrika, das sind europäisch unsere gemeinsamen Nachbarn. Wieso brauchen wir da 28 verschiedene Politiken? Gut. Das macht keinen Sinn. Okay. Wieso das machen waren wir eine nationale... Punkte. Nee, das waren die europäischen öffentlichen Güter. Europa stärken. Also Sie machen jetzt Unterpunkte. Ja, er schummelt. Na, ich kann auch aufhören. Oder eine zweite Runde. Nee, machen Sie noch 2 also, Punkte. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wir müssen das... Ich sehe schon, man versteht sich im Finanzministerium auf Rechenarten. Wir müssen das Oberlehrerhafte in Europa ablegen, und zwar gegenüber unseren Partnern und das Überhebliche gegenüber uns selbst. Also diese Banken, das war nur ein Beispiel.
dass wir blind sind. Es gibt ja nicht, also mit dem Balken und dem Splitter im Auge, nicht? Also wir sind wahnsinnig gut darin, die Missstände in anderen Ländern zu benennen und den anderen Leuten zu sagen, was sie unbedingt tun müssen. Und wir sind in den letzten Jahren erstaunlich faul geworden, wenn es darum geht, unsere eigenen Probleme, die es ja nun weiß Gott auch gibt, zu lösen. Okay. Das heißt, also das sind die drei, gut, denen, danke, die aus meiner Sicht, danke sehr, kommen müssen. Ulrike. Ja, also ich würde sagen, dass vielleicht wirklich Wichtigste ist, die Löhne in Deutschland müssen steigen. Und zwar vor allen Dingen im Niedriglohnsektor. Also ich finde sehr gut, dass Herr Scholz aber leider immer sehr defensiv den Mindestlohn auf 12 Euro hochsetzen will pro Stunde. Und was man eigentlich auch bräuchte, wäre eine sehr viel stärkere Tarifbindung. Also man muss die Gewerkschaften mit mehr Macht ausstatten und auf jeden Fall weil das auch einfach sehr gefährlich wird, wenn Deutschland wieder in eine Rezession gleitet, dann wird als erstes wieder Druck auf die Löhne ausgeübt und dann findet der ganze Wahnsinn wieder statt. Das Zweite ist, haben wir viel drüber gesprochen, man muss die Investitionen verstetigen, also man muss weg von der schwarzen Null, man muss verstehen, dass der Staat sich verschulden muss, wenn alle anderen sparen wollen. Wenn man das nicht macht, dann ist es eben so, dass die Ersparnisse ihren Wert verlieren. Und das Dritte schließt an das an, was Herr von Weizsäcker gesagt hat, also diese deutsche Besserwisserei, bei uns läuft alles super und nur die anderen haben Probleme, das muss absolut dringend aufhören und man muss sich eben klar machen, dass die Eurozone nicht an den Rändern scheitern wird, sondern im Zentrum. Das heißt, man muss unbedingt es schaffen, dass Deutschland sich mit Italien und mit Frankreich verständigt und zwar unabhängig davon, wer da regiert. Nicht, das ist ja die dümmste Idee aller Diplomatie zu denken, ich rede nur mit Leuten, die so sind wie ich. Sondern es ist doch genau andersrum. Hm. Wenn man feststellt, oh, die Italiener wählen populistisch, dann muss man sich fragen, warum ist das so? Und dann muss man mit diesen Populisten reden. Also die Italiener ignorieren wird überhaupt nicht funktionieren. Danke, Ulrike. Danke, Herr von Weizsäcker. Nochmal für diesen spontanen Einsatz. Vielen Dank.